Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Wer wohnt wo?». Es ist die erste im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, so ein Schloss, das funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie unser Zuhause. Es gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. Und auf der anderen Seite ist es auch der Ort, wo sich unsere Werte, unsere Traditionen und unsere Geschichten immer wieder treffen. Etwas, das doch einen wichtigen Teil von unserem Leben ausmacht. Und genauso wie ein Schloss seine Tore auftut und die willkommen heisst, die rein möchten, seine Einzigartigkeit anschauen kann, genauso reisen wir jetzt durch die Schweiz und dürfen auch heute wieder 5 unglaubliche Wohnträume bestaunen. Also kommt mit, lasst euch inspirieren und ratet mit, weil über allem thront natürlich immer die Frage, die unserer Sendung auch den Namen gibt. Wer wohnt wo? Euch viel Erfolg. Und fast hätte ich es vergessen, lasst euch nicht von Vorurteilen leiten. Hereinspaziert. Komm mal hinein. Wir reisen durch die Schweiz zu 5 traumhaften Wohnobjekten, zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich vorher noch nie gesehen haben. Das Einzige, was sie voneinander wissen, ist der Vorname, das Alter und der Beruf. In jedem Zuhause haben die Kandidaten die Chance, sich besser kennenzulernen. Oh, das ist riesig. Und sie werden nach Hinweis zu den möglichen Bewohnern suchen. Den grünen Daumen. Ja, zumindest das grüne Kleid. Hör mal, hat es dort ein chirpender Vögel, oder? Einen hilfreichen Tipp kann man sich mit dem Gewinn vom Joker ergattern. Das ist dein Preis. Wer findet heraus, wer wo wohnt? Oh. Und die 5, die uns heute ihr Zuhause zeigen, die sehen sich jetzt zum allerersten Mal. Ich freue mich auf diesen Moment und da kommen sie schon. Heute dabei ist Claudia und die weiss, was sie will. Ja, ein gewisser Ehrgeiz ist hier natürlich, sonst würde ich nicht teilnehmen an so einer Sendung. Aber im Vordergrund ist für mich eigentlich Spass. Judith ist mit ihrem Pokerface angereist. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und da kann schon mal passieren, dass ich dann vielleicht mal was Falsches sage. Aber ich kann auch, glaube ich, das sehr gut überspielen, dass es niemand merkt. Der Michel hat schon fleissig geübt. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich kenne gute Menschenkenntnis. Jedoch, wenn ich die Sendung im Fernsehen schaue, bin ich relativ schlecht, was das Raten betrifft. Die dritte Frau in der Runde ist Ingeborg. Heute erwarte ich tolle Häuser zu sehen. Und dazu auch spezielle Personen, die dort wohnen. Und Inspirationen für mich selber aufzutun. Und auch Jürg will herausfinden, wer wo wohnt. Meine Strategie ist sicher, die anderen zu beobachten, zu schauen, wer könnte in mein Haus passen. Und dann so ein bisschen das reindrücken. Aber ja, die Strategie ist mehr so ein bisschen das Spiel vom Ganzen. Hallo zusammen, willkommen bei «Wer wohnt wo?». Hi. Hallo. Wer ist nervös? Erster Eindruck, was denkt ihr? Gut. Wird spannend. Spannend. Ja. Ja, genau. Ich freue mich. Gemischt und gespannt. Ich auch. Extrem gespannt, wie es bei euch daheim aussieht. Wir dürfen ja überall hineinschauen, natürlich. Aber etwas möchte ich ja helfen. Ich sage zu jedem den Namen und das Alter und den Beruf. Das hilft vielleicht ein bisschen. Und anfangen tun wir gerade ganz aussen. Bei diesem Mann in ganz blau gekleidet. Es ist der Michel. Willkommen. Ja. 46 und von Beruf Berater. Okay. Bin ich gespannt, in was. Gespannt, gell? Du bist gespannt. Was beratest du echt du? Ja, ja, erzähl, was beratest denn du so? Ich habe in meinem Job sehr viel mit Menschen zu tun. Wir zusammen etwas erarbeiten, was zu einem Projekt wird, das wir probieren, erfolgreich umzusetzen. Und was mir gefällt, ich könnte mit dir jetzt die ganze Sendung Walliser Deutsch reden, oder? Also wenn ihr etwas nicht versteht, ich würde sofort helfen, oder? Das können wir gut machen. Das können wir gut machen, oder? Genau. Kein Problem. Also willkommen, Michel. Der Michel ist aktuell ein eher ein bisschen ruhigerer Typ und zurückhaltend. Mal sehen, ob ein Wohnobjekt zu ihm passt oder ob er vielleicht heute sogar noch ein bisschen auftaut. Und weiter geht's in grün, kann ich sagen, hier hinten. Ingeborg, herzlich willkommen. Danke. 58 und sie ist Geschäftsinhaberin. Stimmt. Das Geschäft habe ich vor 8 Jahren gegründet. Das war eigentlich ein Wunsch, die wirklich wird. War für mich eine Neuorientierung. Und jetzt mache ich, was ich am liebsten mache. So, eigentlich ist es keine Arbeit.
Das ist ja schön, wenn man sagen kann, hey, jetzt mein Beruf ist mein Hobby quasi, ja, oder umgekehrt. Toll. Und deinem Dialekt da nehmen wir an, du kommst nicht aus dem Wallis. Wo bist du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Holland. Aus Holland? Ja. Wo in Holland? Den Haag. Den Haag. Das kennen wir natürlich vom Gerichtshof, oder? Ja. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich fragen. Oder, die Ingeborg fragen. Also, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Die Ingeborg ist eine elegante Dame, haben den Eindruck. Und sehr gepflegt, sehr markantes Auftreten. Vielleicht auch durch ihre Größe, was sie hat. Ich habe das Gefühl, sie wird so extrem elegant, sehr stylische Haus wohnen. Und wir gehen weiter zu der nächsten Frau hier in der Runde. Und das ist Claudia. 46. Wolltest du jetzt selber sagen, was du beruflich so machst? Ich bin Chefin. Okay. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Das klingt schon mal spannend. Genau. Ist es aber vielleicht nicht. Ja, das Chef sein ist ja etwas überbewertet. Aber ja. Vielleicht erzähle ich dir noch etwas mehr, wenn noch die Sonne scheint. Du meinst, wenn wir den Schirm weglegen können? Das ist eine Taktik. Im Regen wollen sie noch nicht zu viel von ihren Geheimnissen loswerden. Ja. Nennen wir es Chefin. Gut. Claudia ist schwierig einzuteilen oder zuzuteilen. Ich denke, dass sie Kind hat. Sie sagt, sie ist Chefin. Vielleicht ist sie Chefin vom eigenen Haushalt. Ganz aussen, da haben wir Judith, die dabei ist. Sie ist 43. Und ursprünglich kommst du, Judith, aus dem Kaufmännischen. Genau, ursprünglich komme ich aus dem kaufmännischen Bereich, aus der Veranstaltungsbranche. Und mittlerweile leite ich aber einen Shop. Oh, das heisst, wir können zu dir shoppen? Jederzeit. Immer herzlich willkommen. Jetzt ist die Frage, was es gibt bei ihr, oder? Was denkt ihr? Kleider. Kleider? Kleider, ja. Könnte sein. Viel will ich nicht verraten, aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch ist schon mal damit in Berührung gekommen. Doch, leider. Wer weiß, wer weiß. Der Judith finde ich weniger einfach zu sagen. Sie sieht ein wenig mysteriös aus. Sie sieht sehr artistisch aus. Aber es könnte vielleicht auch etwas ganz anderes sein. Da bin ich mir noch nicht einig. Und es fehlt nur noch jemand in der goldenen Mitte. Da steht Jürg. Der Jürg ist 51. Und jetzt dürft ihr noch raten zum Schluss, was könnte Jürg von Beruf sein? Schaut ihn an und gebt alle einen Tipp ab. Unternehmer. Unternehmer, sagt Claudia. Michel. Projektleiter. Ja, er ist ein Sportler. Sportler? Ich tippe auf Automobilbranche. Hat jemand in Schwarz getroffen, Jürg? Nein, aber es klingt alles spannend. Für eine neue, für eine neue Orientierung würde ich mich dann mal orientieren. Ja, ich habe gerade den Job gewechselt. Mache momentan eine Auszeit, eine längere. Beim kaufmännischen Bereich tätig. Das kann auch alles sein, was ihr euch aufgezählt habt. Und genieße jetzt den schönen Sommer. Abgesehen von heute. Jürg, gross. Stark, er hat Muckis, also es kann jeder alles sein. Es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Ich freue mich. Und bevor unsere Reise losgeht, noch der Hinweis, dass es ja auch für euch um etwas geht. Wer nämlich am Schluss am meisten daheim herausfindet, am meisten die richtige Zuordnung macht, der oder die gewinnt. Und zwar ein Aufenthalt in einem der Responsible Hotels of Switzerland, der nachhaltigen Hotel in der Schweiz. Und das jeweils im Wert von 1'000 Franken. Also euch viel Erfolg. Und wo unsere Reise mit dem Bus durch die Schweiz anfängt, das sehen wir jetzt. Wir starten unsere Reise in Ettikofen im Kanton Solothurn. Die Gemeinde liegt am Ende des Mühlental. Knapp 180 Personen leben hier. Es ist eine der kleinsten Gemeinden im Kanton. Ettikofen ist sehr ländlich. Es gibt hier heute noch einen Haufen Bauern. Das Dorf ist alt, aber gut erhalten. Und der Speicher aus dem Jahr 1539 steht sogar unter Denkmalschutz. Auffallen die auch die typisch alten Bauernhäuser. Und die Kinder von Ettikofen sind früher hier in der Schule. Das Haus ist mittlerweile umgebaut worden und wird jetzt von einem unserer Kandidaten bewohnt. Willkommen beim ersten Objekt, einem alten Schulhaus. Da sind wir vor unserem ersten Objekt. Ihr könnt schon mal ein Auge voll nehmen. Das steht vor dran. So sieht es aus. Wir sind in Ettikofen. Und da ist der erste Schlüssel. Wer möchte auftun? Ich mache das erste. Ah ja, das war jetzt aber ein Anlauf. Judith, also voraus, alle hinten rein. Bitte schön. Ihr dürft wieder die Schulbank drücken. Ich habe ein paar Fragen. Thank you.
alles weiß. Mega schön. Das hat jetzt alte Wand. Hä? Das kann man nicht denken von außen. Es ist noch speziell, sich vorzustellen, dass da früher Kinder die Steine aufgepoltert sind. Und jetzt ist es ein Wohnhaus, wo nur ein paar wenige Leute die Steine drauf laufen. Oh, guck mal, überall Street Art. Wie so ein Banksy oder so. Ja, genau. Schau mal, da hat es auch noch ein Poster, gerade auch Banksy. Und für das Vögel hat es da direkt gerade mit Unterkunft. Wow, und da, schau mal. Oh, ja. Was ist das? Was ist das denn? Irgendjemand hat dort den Vogel. Definitiv. Bewegungsmelder und ein Vogel. Gibt es nicht die Decke, wow, die pfeifen, wenn du durchlaufst? Lauf mal durch. Oder ist es ein Brandmelder? Ja, der Michel hat recht. Es ist tatsächlich ein Rauchmelder. Mal schau mal. Noch mehr Tier. Schwan. Der Schwan. Ja. Schwan, so weiss ist wie. Ich muss immer anfassen. Ist er echt? Also, er ist hoffentlich nicht echt. Nein. Was ist? Hä? Was ist er? Ich weiß nicht, ob das da oben kommt. Das geht ja, das ist aber sehr filigran gearbeitet. Ja. Der Schwan würde ich nicht aufhängen, aber er ist sehr schön verarbeitet. Und das Material und wie dann die Federn ausgeschnitten sind, das ist ja, ganz speziell. Aber es ist nicht mein Ding. Der oberste Stock von dem alten Schulhaus ist umgebaut worden zu einer Loft mit einer grossen Wohnküche. Wow. Oh, super schön. Oh, wow. Die Farbe. Ja. Sehr schön. Cool. Sehr extrem in den hellen Raum. Oh, und da Hofladen. Allerlei Feines zum Hofladen im Dorf. Mhm. Sollen wir mal probieren? Ja. Das Sirup-Sixpack. Ja. Das Snacks. Ja, nett. Es gibt etwas zu schnauzen, etwas zu trinken, zu probieren. Nette Gäste. Hat sich jemand wirklich mehr gegeben. Sehr modern. Das ist ganz schön. Das Licht ist so cool, dass du so hell hast mit all denen. Oh ja. Wenn der Regen dann drauf prasselt. Mhm. Das ist schön. Coole Küche. Die mal ein Kochfeld mit einem coolen Design, oder? Ja. Ja. Und man ist so mit dabei einfach, oder? Egal, wo wer ist, wenn man Besuch hat. Aber es sind auch Leute, die, denke ich, sehr gerne kochen und ein feines Glas Wein trinken, ja, und vielleicht auch noch Cocktails. Und Gäste haben, ja, Gäste. Party machen mit der Disco-Kugel. Ja, genau. Party. Tisch, ja, weg und Tanzfläche eröffnen. Wirklich sehr cool. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass jemand hier kocht und dann vielleicht auch das für geschäftlich macht oder so. Oder wer weiß, mit dem Hofladen. Ja, mit Hofladen, mhm, und so. Das passt ja alles zusammen. Showkoche, gell? Ja, genau. Mhm. Sehr schön. Von außen wirst du gar nicht denken, dass da innen so grosszügig ist mit dieser Höhe. Und ja, das ist wirklich, nein, sehr cool. Es ist ein grosser Tisch, einladend für Gäste zu haben. Gefällt mir sehr gut, auch mit den verschiedenen Stühlen, die man zusammen gesammelt hat. Coole Sache. Im Wohnraum sind die originalen Holzbalken mit schwarzem Stahl im Industriestil kombiniert. Was ist die Stufe? Ja. Oh, aber schau mal, was hat es da oben? Die Natur. Oh. Ja, oder geht man über die Treppe? Geht sie mal schauen? Ich gehe mal hoch. Super. Achtung, Stolperfalle. In Nacht noch gefährlich. Hoi. Oben hat es einen Sitzsack und ein Schachspiel und noch zwei Bilder. Vielleicht Lounge-Ecke für Kind oder ich. Keine Ahnung. Ingeborg, muss mal schauen, wie das da wunderschön dekoriert ist. Oh, wow. Was ist die Stolperfalle? Ich habe gesagt, Stolperfalle. Das kann ich. Ich schaue vorne, nicht nach unten. Der Stolperbalken hat Ingeborg verraten, dass sie nicht dort wohnt, weil sie ist drüber gestolpert. Aber auch das, man weiß es nicht. Vielleicht ist das nur eine Falle von ihrer Seite her. Ja. Das ist doch Amsterdam. Wohnst du da? Sieht so aus, ja. Sieht sehr holländisch aus, oder? Ja, es sieht sehr holländisch aus. Aber ich wohne nicht in Amsterdam, ich wohne in der Schweiz. Stimmt. Aber das ist vielleicht mitgebracht von dem Tag. Wow. Da, der Fernseher ist sehr schön verpackt, so schön wie ein Fernseher sein kann, oder?
Schmeckt dezent eigentlich. Das passt ja total gut wieder dazu, zum ja, Teppich, zu der Kiste. Das ganze Haus ist super ja balanciert von Farbe ja und ja Materialien. Ja. Gefällt mir sehr gut. Im Ecke vom Dachgeschoss gibt es ein einziges Zimmer mit einer Tür. Was versteckt sich echt da drin? Krass. Oh, jetzt geht's. Das ist ein Bad. Oh, schau mal hier. Das ist geil. Hey, das ist doch ein Kälbründchen. Ja. Hä? Mhm. Das ist ja krass. Das Bad ist extrem cool gemacht worden mit den alten Armaturen, mit den Wasserhähnen. So entspricht es jetzt dem Baustil des Hauses. Man hat das recht gut übernommen. Ja, richtig originell. Ja. Allemann, sei wie eine Möwe. Der Spruch ist schon. Ja, passt zum WC. Hey, genau. Oh, schau mal da. Hey, mega schön. Und weißt du, auch der Boden? Das gleiche Muster. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Die Tür ist mega. Das ist sicher noch die Originaltür, oder? Das ist ja richtig cool. Oh, dazu. Also, ich finde es mega speziell, dass man einfach durchschauen kann, wenn du aufs WC gehst. Nein, also das ist kein stilles Örtchen, gell? Nein. Hä? Das ist definitiv. Ein stilles Örtchen mit Aussicht. Genau. Ja. Ja. Das gefällt mir. Sehr speziell. Hier ist eine kleine Stehbar. Stehbar? Eine Wasserbar? Eine Wasserbar? Das kann ich. Das ist ein Glucker. Okay. Ja. Die heisst so. Glucker. Ah, Glucker. Ah, das kennst du natürlich. Okay. Das kann ich. Okay. Claudia hat sofort die Vase im Finger genommen und gesehen, das ist ein Glöckchen. Das ist mir irgendwie so suspekt vorgekommen. Weil ich kenne jetzt die Vase nicht und vor allem nicht, was das Glöckchen heisst. Ja, das ist ein Designteil, das ist ganz klar. Das könnte man. Und hier? Der Kräutligarten. Sie sind sicher recht. Ja. Sind sie echt? Wirklich? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Darum das Licht oben dran. Oh, doch, das ist Münze. Gell? Simuliert die Sonne. Ah ja, klar. Das ist ein Indoor-Garten. Ja. Oh, okay. Oh. Das kennst du noch von der Kindheit? Ja, das kenne ich von Italien, die Automaten. Okay. Da war doch so Zeugs drin. Mhm. Ah, 10 Franken. Komm, probier gut. Jetzt. Hallo. Komm, jetzt komm. Ah, geil. Ja, richtig cool. Teilen wir einen, oder willst du einen? Nein, wir nehmen den von deinem. Ich finde es noch cool so als Eyecatcher. Ob es bei mir daheim würde aufstellen, eher nicht. Mit spannenden Eyecatcher geht es auf jeden Fall weiter. In diesem alten Schulhaus scheint eine kreative Person daheim zu sein. Okay, jetzt wird es spannend. Das ist ein ganz anderer Bereich wieder. Ja. Wow. Ich bin nach Zauberer. Was ist das denn? Nach Zauberer, Fotograf. Fotograf, ja. Zaubernder Fotograf. Das sind Leinwände. Ja, zum für Fotografieren einen anderen Hintergrund machen. Ja, die Hintergründe. Das sind die Lampen. Ja, genau. Also nicht nur Kochinsel mit Veranstaltungsort, nein, sondern auch noch Fotostudio. Ja. Das ist noch lustig. Jetzt weiß ich, wie die Magicians das machen, dass die Karte immer so schön. Ich glaube, die große Zauberin könnte Ingeborg sein. Das wird so total zu ihrem Charakter passen, zu ihrer Fröhlichkeit. Ja, ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie das ist. Ja. Ui, der ist riesig. Der sieht gar nicht so groß aus. So, ich habe einen großen Kopf, aber so groß nicht. Ja, der ist riesig. Das ist riesig. Aber der sieht auch klein aus, nicht? Wow. Da unten sind lauter Sachen aus den 80er, 90er Jahren, oder? Ein Kassettenplayer. Walkman, ja. Walkman, genau. Ja. Alles da noch mit dem Film, mit dem Gameboy. Vielleicht die eigene Schuhe aus der Kindheit. Macht es aber nicht einfacher jetzt gerade. Nein, so, wenn man das so gesehen hat und jetzt daher kommt, finde ich das irgendwie wieder so ein Gegensatz. Total. Ja, aber es könnte auch jemanden sein, die das beruflich macht natürlich. Ja. Also das CC professionell. Nein, aber ich meine auch einrichten oder Styling und das dann auch fotografieren. Es hat auch so Einrichtungsfotografen. Ja.
Fotograf oder Video-Editor oder Stylistin, das würde ich Judith zutrauen. Ja, rein von ihr Vorkommen. Aber was das dann wieder damit zu tun hat? Ja, das kann auch die Ehemann oder Ehefrau sein, die das dann macht. Oder rein Deko. Oder rein Deko. Ja. Oder einfach eine Leidenschaft. Oder Accessoire für das Fotoshooting. Auch, genau. Ja. Genau. Oh nein, wir machen es nicht einfach. Wir gehen runter in den zweiten Stock. Wow, cool. Ah ja, kalte Spinte. Turnschrank oder so, genau. Mega. Ja. Oh, was hast du gesagt, bist du von Beruf? Ja, das ist. Aber das sind Hände, also der Rollfächer sind das. Genau. Hier fällt mir extrem auf der Farbfächer, der hier ist. Der hier wohnt, hat sicher viel selber gemacht, viel renoviert. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Überbleibsel von den Überlegungen. Oh, hier ist das Schlafzimmer. Auch hier im Schlafzimmer sind grau-weiß Töne mit Holz kombiniert. Schmeckt fein, gell? Ja, richtig gut. Ein Wal im Wald. Ein Wal im Wald. Ist wieder ein Tier, jedoch ohne Flügel. Ist ein bisschen gross, ein bisschen hoch. Ist doch so ein klassisches Boxspringbett, oder? Ja, ja. Genau. Wenn wir drin. Probier. Ja, du musst wie fast reinlöpfen, ist so weh. Nein, da kannst du locker drin. Hä? Okay. Super, kannst du ihn rauflassen? Vielleicht kannst du ihn rauflassen. Ah, nein, das kannst du nicht rauflassen. Genau. Bequem? Ja. Ja, gewöhnungsbedürftig. Das Bett, abgesehen, dass es wirklich eine zu hoch ist für mich, ist es auch eine zu weich. Es ist ein bisschen quackelig, fast wie ein Wasserbett. Also mir wäre es definitiv zu weich. Oh wow, und das sind wir wieder bei den 90er Jahren, gell? 80er, 90er. Ach, ich habe auch wieder das Gefühl von irgendwo. Ein Gamer. Ja. Sammler, ja. Auf jeden Fall. Aber voll ausgestattet, hä? Ja, plus. Ein Gamer. Ja, ja. Aber da kann man sich, glaube ich, mehrere Tage verweilen. Da hat es noch eine kleine Miniküche dabei. Ja. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Und das ist eine Hammer-Sammlung, oder? Ja, also wer von euch kriegt es hin? Nein, das ist etwas, was ich zum Fenster rausrühre nach zwei Minuten. Ich bin nie gut darin gewesen. Das ist ein Game Room, weil kein Bett ist da vorhanden dort. Aber alles sehr clean eingerichtet und harmonisch von Farbe oder Farbverlauf von all diesen Getränkedosen. Ja, zum Gamen brauchst du Energy Drinks. Das magst du machen, die ganze Nacht. Und Japanisch ist auch noch sehr dominant. Und für was braucht man so einen Stuhl, du als Gamerin? Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn einem das Füttli da weh tut, kann man sich da reinlegen. Nicht, dass der noch vibriert. Vielleicht hebt er ab, gell? Special Effekte. Ich könnte mir vorstellen, dass das von der Ingeborg der Sohn oder die Tochter oft benutzt und da schöne Spielabende verbringt. Okay, ein Kinderzimmer. Ja, nein, definitiv ein Kinderzimmer. Jugend, Männer, das Männerzimmer? Nein, Kinderzimmer. Ich gehe davon aus, es wird ein Sohn sein. Ein sportlicher Sohn. Sportlicher Sohn? Ja, es ist definitiv ein Jugendzimmer. Es gehört an einen Giel. Boxen, Unihockey, Skaten, alles ist in diesem Raum. Also, das ist sicher ein Wilder. Du trainierst sicher hier, Amix. Mit deinem Sohn? Mit meinem Sohn, ja. Hä? Wer weiß? Und das hier? Kannst du das? Da stehe ich nicht drauf. Kannst du das? Das kommt nicht gut hin. Das ist im Fall sehr schwierig. Aber du kannst dir mehr. Was? Du kannst das sehen? So cool. Nein, oh. Siehst du? Also ich finde, Michel, der hat sich wirklich verroten. Der steht einfach dort her und kann dort drauf ausbalancieren. Also ich hätte es jetzt mir nicht getraut.
Ich bin selber überrascht, dass ich so schnell drauf gehe. Wieso? Boah, nein. Du machst aber nur so ganz schnell anwippen. Genau, früher mal. Boah, das ist einfach Küche. Weißt du, so musst draufschlagen. Genau. Halt den Look. Also, nein, das genau. Ist... Oh, nein, danke dir. Claudia braucht den Raum sicher nicht, weil sie ist nicht sehr geschickt im Boxen. Weißt du, das kennst du? Nein. Das ist ein Puffin. Wo kennst du den? Arbeit. Okay. Wieso kannst du dort balancieren? Weiß ich nicht. Das kennt jedes Kind. Kennt jedes Kind? Hm. Das ist an mir vorbeigegangen. Claudia meint zwar, der kennt mich, aber ich habe noch nie gesehen. Also, kennt man den? Wahrscheinlich schon. Bevor ich aus dem letzten Loch pfeife, kommt doch schnell raus, es gibt einen Joker. Was darf ich vielleicht mit dem anderen Instrument probieren? Joker! Irgendwann müssen wir nicht. Ja. Manchmal müssen wir nur. Kommt raus, es gibt einen Joker! Na, das nützt. Ah, siehst du jetzt? Ein bisschen laut und das tut. Bitte schön. Da, aufs Sofa, aufs Bänkchen, wo du weißt. Ja, das erste Objekt haben wir gesehen. Und Ingeborg und Claudia, jetzt fallen wir auf, ihr habt ja fast abgesprochen, oder? Fast, ja, schön. Fast im Paar. Sehr gut, passt sehr gut, das zusammen. Ja. Kann ich fast nicht mehr auseinanderhalten. Zumindest kleintechnisch. Gut, kommen wir zum Joker. Es gibt eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, bekommt natürlich einen zusätzlichen Hinweis. Wie in jedem Objekt, der manchmal verwirrt, aber manchmal hoffentlich auch ein bisschen hilft. Was denkt ihr, was habe ich gezählt? Anzahl Lampen über dem Wohnbereich. Lampen wäre eine gute Option. Vogelhäuser. Vögel. Die Würfel. In meinem Zimmer die Rubik's Cubes. Genau. Stimmt, die Rubik's Cube, die hätte ich auch zählen können. Ich muss gar nicht weiterraten. Das Mal hätte nichts drinnen müssen zählen. Es geht im alten Schulhaus wirklich um einen Namen, nämlich um das Alter von dem alten Schulhaus. Ja. Was denken ihr, wie alt ist es? Am besten geben wir die Jahreszahl an. Wer am nächsten dran ist an dieser Zahl, wenn das Haus ist erstellt wurde, der bekommt den Hinweis. Ingeborg, aus welchem Jahr kommt das alte Schulhaus? 1872. Claudia. Okay, dann sage ich 1910. 1910 für dich, Judith? Ich sage 1892. Aha. Michel, drüber, drunter, mit drei? Drüber. Drüber? Ich sage 1941. Für die 1941 und der Jürg gibt noch die letzte Zahl in die Runde und sagt 1902. 02. Ja. Also eure Schätzungen gehen von 1872 bis 1941. Der direkte Supertreffer hat niemand gelandet. Es ist auch niemand wirklich in der Nähe. Es ist nämlich viel älter, das Schulhaus. Erstellt wurde 1854 und der erste Joker geht ab. Nein. Ingeborg, nein. Das wäre dein Preis gewesen. Oh. Und da kommt er. Bitte schön. Danke. Ich denke, es ist ein kleines Haus, weil es hat ein Sofa und da oben ein Bett und Sachen zum Rüdern. Und ja, ich denke, es ist eine Ferienwohnung oder ein Tiny House. Ja, ich denke, das ist der Rückzugsort von dieser Person, die dort wohnt. Danke vielmals. Ingeborg, ja. Erzähl mal. Genau. Was hast du denn gesehen? Es war ein Bild vom Haus in, denke ich, einem anderen Zustand. Und ja. Also vor dem Umbau in dem Fall. Früher. Von früher, ja. Und das hat mir nicht so viel geholfen, aber wer weiß? Okay. Wenn ich mich noch mal überlege. Ich könnte mir gut vorstellen, was Ingeborg so ein bisschen auf Pokerface gemacht hat und sogar den eigenen Joker gehabt hat. Gut, bevor wir weitergehen, wie würdet ihr das zusammenfassen? Was haben wir hier erlebt im alten Schulhaus? Ich finde, es ist wahrscheinlich viel selber gemacht, viel selber saniert, viel Herzblut ins Haus gesteckt. Das sieht man so ein bisschen in den Detail, wenn man so ein bisschen umschaut. Mhm. Judith, bei dir? Sehr interessant, sehr interessante Gegensätze, sehr viele Kunstobjekte,
die nicht alltäglich sind, die man vielleicht auch nicht überall findet. Also auf jeden Fall jemand, der eine Sammelleidenschaft hat. Auch. So, bei uns geht es zügig weiter. Das nächste Objekt wartet auf uns. Der Bus auch. Kommt. Wer könnte denn in diesem alten Schulhaus in Ettikofen wohnen? Lädt Claudia da ihre Energie am Boxsack aus? Ist Ingeborg eine Standfrau, die sich den eigenen Joker geschnappt hat? Braucht Judith echte viele Gadgets für ihre Fotoshootings? Hat Jörg die Disco-Kugel über dem Esstisch aufgehängt? Oder ist echt doch der Michel der mit dem Vogel? Sehr schön hier. Von Solothurn fahren wir gerade in den Nachbarskanton Bern. Der nächste Halt heisst Uttigen. Uttigen ist im oberen Aaretal etwa 7 km vom Stadtzentrum Thun weg. Die Bedeutung des Namens Uttigen kommt aus dem Keltischen und bedeutet fruchtbarer Boden. Und fruchtbar ist der Boden offenbar. Die Landwirtschaft ist nämlich wichtig hier. Wer mit dem Gummiboot von Thun nach Bern will, kommt um die nicht herum. Die Uttiger Schwelle nach der Eisenbahnbrücke. Der wilde Abschnitt gilt für ungeübte Bötlerinnen und Bötler als äußerst gefährlich. Schon manches Schlauchboot ist da gekentert. Und nur ein kleiner Spaziergang von der Uttiger Brücke weg ist unser nächstes Objekt, das Energiehaus. Zum Wohl der Umwelt hat man beim Bau dieses Energiehaus viel Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt. Das Haus ist gut gedämmt und hat auf dem Dach eine eigene Solaranlage. Willkommen bei unserem nächsten Zuhause. Wir haben den Schirm zwar noch mal vorgenommen, aber ich bin überzeugt, irgendwann wird es aufhören zu regnen. Ihr dürft schon mal ein Auge nehmen, hier in Uttigen, Kanton Bern. Ja. Und es ist ein Energiehaus. Ah. Mit anderen Worten, Nachhaltigkeit wird hier ganz gross geschrieben. Darum gibt es auch einen anderen Schlüssel, nämlich einen Chip. Und wer will den Chip mal ausprobieren? Jürg, dann darfst du vor uns. Merci. Cool. Mit viel Energie, ab ins Haus. Oh, das ist eine Küche. Schon mega. Ja, genau. Oh, mit dem Blick auf das Grüne. Wow. Wow. Ich bin rustig, gar nicht. Platz zum Kochen hier. Wow. Alkohol. Genau. Das gute Leben. Weißt du, das habe ich vorhin draußen schon gesehen. Ja, und da noch eine. Ja, also, für mich hat das auch etwas mit Fasnacht zu tun oder so, oder nicht? Habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Ja. Das, was mit der Fasnacht da hat. Ein Basler. Wer weiß. Oder ein Walliser. Der Walliser ist schon wegen dem Wallis. Du bist doch vom Wallis. Ja. Ein Weinkönig. Ja, aber eh nicht. Ja, hier, der Wein. Ja. Und der König. Und der König. Ja. Könnte passen. Könnte passen, ja. Also die Figur auf einer Küchenkombination habe ich im Wallis eigentlich noch nie in der Art getroffen. Also ich denke nicht, was die speziell aus dem Kanton Wallis hätte. Die Wildsau. Das ist schön. Ja. Das Mini-Pig. Ich habe keine Beziehung zu Schweinen, aber es ist fotografisch sehr schön aufgenommen. Und das finde ich cool, wie man das so machen kann. Und so Schwein, nein, ist nicht mein Lieblingstier. Und das ist auch so gut gemacht mit den Blenden, dass es nicht gerade in die Augen scheint. Und jemand mit ästhetischem Auge, oder? Ja. Das passt, es zieht sich wie durch, oder? Ich finde die Uhr mit den Lampen und dann der Blick auf die Küche. Die offene Küche mit dem Essbereich. Das gefällt mir sehr gut, weil gerade wenn man Besuch hat, ist es gäbiger, wenn man in einer offenen Küche kochen kann. Platz hat es auf jeden Fall mit dem schönen grossen Esstisch. Es ist sehr angenehm, da zu sitzen, ja. Aber mich interessiert es extrem, was da oben ist. Meine Damen, kommen da mit? Sehr gerne. Machen Sie. Super. Michel, ich sehe da aus dem Grill. Gehen wir raus schauen? Tschüss. Kommen wir raus, ja. Kommen wir nachher fürs Essen. Genau.
Wow, grosser Garten. Sehr, ja. Spielplatz? Spielplatz? Ist das ein grosser Spielplatz? Ich nicht, aber für Leute, die da wohnen. Gut, wenn du kein Kind hast, ist der Spielplatz vor dem Haus auch nicht so ideal. Aber, genau. Ja. Grill. Du bist der typische Mann, der grilliert im Sommer. Das wäre mein Traum, dass etwas so gross und die Leute sitzen da, du kannst das ein bisschen grillieren. Wenn der Grill hier sehe, habe ich das Gefühl, es passt extrem zu Jürg. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier in einer Sommernacht an dem Grill zu stehen und etwas Flottes zubereiten. Das Frauengrüppli startet ihren Rundgang im Erdgeschoss. Okay, Schlafzimmer. Ich muss jetzt hier drauf, das ist schon mehr meine Höhe. He? Vorher war es ein mega hohes Bett. Ah. Wirklich, ich gehe zu dritt. Ja, das ist schon eher meine Größe. Eher mädchenhaft, oder? Ja, und auch die Trockenblumen. Aber weißt du was? Für einen Mann ist das ein Staubfänger. Ja. Was wir schön finden, oder? Hey, wo sind auch die Kleider? Das frage ich auch. Ja, das vermutlich ein Kleiderzimmer oder ein Gästezimmer dann. Ja. Eh. Haben wir jemanden mit E dabei? Nein. Ei. Das könnte vielleicht natürlich ein Töchterle oder Partner. Genau. Ja. Ein Stock weiter oben geht es für die Herren weiter. Oh. Sehr grosses Bett. Ältere Schlafzimmer. Ich denke, das ist ein älteres Schlafzimmer. Boxspring mit Fernbedienung. Kannst du aufladen? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Oh, jetzt. Ui. Funktioniert nicht. Der Jörg hat sie sofort aufs Bett gelegt, hat die Fernbedienung genommen und tut so, als würde er nicht wissen, wie es funktioniert. Das nimmt man nicht so ganz ab. Nein, ich habe wirklich jeden Knopf gedrückt und es nicht funktioniert. Batterie, also es tönt, aber es geht nicht. Ich frage die Ingeborg. Die Ingeborg passt hier drin, gell? Ja, von der Farbe her. Genau, das ist genau so Ingeborg-Style. Und hier die Tapete mit dem Dings, mit ihrem Kleid, wäre genau das Schlafzimmer für die Ingeborg. Oder Claudia. Oder Claudia. Wobei Claudia versinkt in diesem riesen Bett. Aber sonst von der Farbe passen beide Frauen rein. Fand mir sehr vor allem so Ton in Ton wieder, finde ich auch schön. Könnte ich mir das auch gut vorstellen. Jetzt bin ich gerade im Clinch. Das vorige Haus hätte mir gefallen, das gefällt mir. Ja. Ja. Wenn der Michel nicht da gewesen wäre, hätte ich die Schuhe ausgezogen, die Decke über den Kopf gezogen und hätte das Nückli genommen. Oh, wow. Das habe ich fast erwartet. Das ist doch ein Babyzimmer. Ja. Und so ein grosses. Eine Wiegelkommode. So ein grosses Bett. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eventuell manchmal dazu genutzt wird. Oder das Geschwisterzimmer. Oder dass man die Nacht beim Kind vielleicht verbringt. Ja. Das bequemer ist wie auf 90 cm. Sehr herzige Gestaltung. Da der Klassiker, oder? Schelle Osli. Das kennt sogar der Schwabe. Das Schelle Osli. Ja, das ist das Schweizer Buch, das alle kennen. Das kommt von Engadin. Und ja, das war ein ganzes Thema da in die Ecke bei der Leiter. Und vielleicht ist das Kind nach jemandem genannt mit dem gleichen Namen oder so. Keine Ahnung, aber es kann gut sein. Und dunkle Elemente, oder? Wie in der Küche. Ja. Es zieht sich wieder durchs ganze Haus durch. Aber gleich schöne Materialien, das sieht ja. Sehr schön. Schön aus zum Kleinkind. Für einen kleinen Ursli, hä? Ja, genau. Das Zimmer vom kleinen Ursli. Genau. Oh. Schön. Das sind Spieße, die kann man praktischerweise seine Enkel auch noch weiter vererben, oder? So ja. Die Holzsachen, was man da überall sieht, oder? Das überlebt wie alles eigentlich. Ja. Aber Judith, für Zimmer hast du Kind? Ja, vom könnte sein, gell? Du bist ja noch jünger als ich, gell? 43. Ja, ja. Könnte sein. Könnte schon passen, gell? Mit so einem Kleinkind. Du bist die Jüngste. Könnt ihr euch mir vorstellen, mit dem Kinderwagen da durchzulaufen?
Ja. Warum nicht? Das ist sehr passt gut. Sehr gut. Schwarz. Sweat. Stylisch, reduziert. Schon ich kenne jetzt meine Lieblingsfarbe. Ja. Ja, ja. Oh, das Bad. Wow. Passt zum Rest. Ja. Und stimmig. Das ist ein Wäscheabwurf, oder? Fester. Ja. Ja. Also, Wäsche finde ich noch gut, weil es sind ja mehrere Stöcke das Haus und so hat man eigentlich die Wäsche relativ schnell entsorgt. Hallo, hallo. Wäsche, oder mal das Ablicht bei der Dusche. Ich stelle mir vor, wenn dort am Sonntagmorgen, wenn die Sonne schon scheint, duscht, dann kommt man nicht zu dieser Dusche raus. Und überall die schwarzen Akzente, zieht ja. sich wirklich durch. Zieht sich durch, ja. Aus. Das ist total an meinem Stil. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Wir kommen in den vierten und obersten Stock von diesem Energiehaus. Hey, das ist jetzt schon der dritte Stock, oder? Ja, genau. Ja. Zwei. Ich dachte, jetzt sind wir doch schon ein paar Treppen nach oben gegangen. Ja. Schau schön, ist zeitlos, oder? Das. Darf das Kind drauf oder ist das nur Dekoration? Ich denke schon. Kann, oder? Ja. Das ist mal wenigstens, wie nennt man es? Ist es Schaukel? Ist mega heikel. Normal ist es Schaukelpferd, aber ist in dem Fall schon Schaukelschaf. Ist das nicht das Uri. Schild von Uri? Ja. Ja. Kanton Uri. Ja. Uri. Das könntest du sogar von Holland, hä? Ja, das kenne ich schon von Holland. Oh, ich habe mich gut eingelebt in der Schweiz. Alle Kantone lernen müssen. Da wäre jetzt wiederum gut, ich würde die ganzen Dialekte auseinander kennen, dann könnte man vielleicht direkt schon jemanden zuordnen. Aber ich weiß nicht, wie der Urner Dialekt ist, aber die Hinweise sind ganz klar, dass jemand in der Familie einen Bezug zum Kanton Uri hat. So Freund, die Trockenblumen. Ja. Also die Freundin, meine ist es nicht. Diesmal andere. Ja, zum Schwäbischen wird es besser, gell? Der Schwabe spart, also auch eine Blume, die Trockenblume, die hat man für immer. Genau, für immer. Die Holländer möchten nur frische Blumen. Ja. Sag mal, aber ist das der Fernseher, oder? Ja. Oder ein Bild? Nein, das muss das Fernseher sein. Aber war das unten dann auch ein Bild oder ein Fernseher mit dem Säule da oben? Passt mega zum Bild, ja. Gell? Ja. Aber auch wieder das Schwarz. Oh, schau mal, und da Spielsache, da haben wir jetzt wieder die Verbindung vom Kinderzimmer kind. Nach unten, hä? Ja. Okay, dann machen wir mal eine Testfahrt damit. Hä? Der passt doch zu mir. Ja. Ich finde das unbedingt. Ja. Unbedingt. Du, und es passt zum Energiehaus, oder? Das ist sehr energiesparend. Es sieht aus, ob Claudia den Weg schon kennt im Haus und wie sie die Spielauto aufgenommen hat und sich darauf gesetzt hat. Ja, könnte sein, dass sie öfter da gewesen ist. Sollen wir mal anhocken, weil das sieht wirklich anmöglich aus, dieses Sofa. Oh ja. Ja. Sehr gut. Super. Machen wir das. Oh. Wow. Das ist schön. Ah. Oh, sehr schön. Hallo, ah, hat sich schon bequem gemacht. Hallo. Ja. 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 Wir kommen gerade zusammen. Genau. Darf ich heute mit dir? Oder da? Ja, natürlich. Herzlich willkommen in unserer lüchternen Runde da. Ah, schön. Sie haben es uns gemütlich gemacht. So, kleine Verpflegung zwischen ihnen tut gut. So nachher alle schön brav da. Ich gebe es mal um. Oh. Schau, gesunde Sachen haben wir mitgebracht. Ja, ein bisschen Vitamine tanken, Früchte aus der Region. Einfach aufpassen wegen dem weißen Sofa. Heikel. Ja, ja, ja. Und euren Kleidern. Dann nehme ich gescheit kein Seppi. Ich bin mutig. Und es ist Leder, man kann es abwischen. Da hast du auch recht, absolut. Ja, Vitamine tun gut, aber der Joker würde natürlich unter Umständen auch gut tun. Habt ihr auf etwas speziell geachtet hier? Trockenblumen. Trockenblumen? Ja, Sträusli mit Trockenblumen. Also wie viele Trockenblumen gibt es denn da, Claudia? Ja, warte mal. Einfach siehst du, es ist nicht zählt. Nein, aber mir ist aufgefallen, dass es wirklich viel hat. Also es sind sicher 20. Trockenheit ist gleich gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Ich will nämlich wissen, wie trocken, sprich wie feucht, ist es aktuell hier in dieser Stube. Wir haben ein kleines Messgerät und wer am nächsten an der aktuellen Feuchtigkeit ist von diesem Raum, bekommt einen weiteren Tipp. Michel, fangen wir bei dir an. Ich sage mal 40%. 40 Trockner,
41%. Clever, einfach eins drüber. 41. Jörg? 37%. 37 für dich, Claudia? Dann gehe ich noch etwas tiefer. 33. 33 und Judith? Ich schätze 34% Luftfeuchtigkeit. Nicht schlecht beim Schätzen, alle nahe beieinander, zwischen 33 und 41% Luftfeuchtigkeit. Dann könnt ihr jetzt selber schauen, wie es aussieht. Da haben wir es drauf, die aktuelle Zahl. 43 ist die Luftfeuchtigkeit und das heisst... Das ist Ingeborg. Am nächsten Ingeborg. Ingeborg, schon wieder. Es wird einfach du und Joker, oder? Das ist ja. Das Team. Das ist Ingeborg, das Team. Unser Joker-Killer. Du darfst aber das mal nicht in der Schachtel schauen, sondern etwas anschauen. Bitte schön. Viel Spass. Viel Danke. Erfolg. Viel Glück. Ah. Wow. Wieder Trockenblume und Blätter. Und ja, wow. Der Joker kann ein Hinweis auf Beruf sein, aber auch gleichzeitig auf ein Hobby. Die Schnitzereien, die dort stehen, kann man ja auch als Hobby natürlich anfertigen. Aber die Blätter und alles, was so mit Bäumen zu tun hat, hat mich gezeigt, dass es sicher jemand ist, der etwas mit Holz macht. Oh, jetzt. Ja. Sie straudeln. Ja. Erzähl uns. Dieses Mal hat es mir geholfen. Ja. Oh, ich bin froh. Was hast du gesehen? Ja. Wieder eine Schachtel. Okay. Was Technisches? Es war ein Gegenstand, mehr kann ich nicht sagen. Okay. Okay. Sicher aus Holz. Holz oder was Technisches? Es wächst sie. Ich weiß nicht. Du wolltest nicht mehr sagen. Okay. Jetzt soll ich lieber sagen. Nein. Aber vielleicht kannst du sagen, geht es eher Richtung Hobby oder Beruf oder etwas anderes? Könnte sein, aber. Ja. Das behalte ich für mich dieses Mal. Okay. Akzeptieren wir. Höchstwahrscheinlich hat sie ein Werkzeug gesehen, sei es zum Holzschnitzen, Holzverarbeitung oder wie eine Schere, etwas, wo man die Blumensträuße anfertigen kann. Mhm. So, zwei Objekte haben wir gesehen. Judith, was sind für dich die grössten Unterschiede? Das Objekt Nummer eins ist ein altes Schulhaus gewesen, wo viel, glaube ich, selber saniert wurde. Und jetzt kommen wir in ein komplett neues Haus. Das ist ein riesiger Unterschied. Und auch der ganze Einrichtungsstil ist komplett anders, nicht ganz so verspielt und hat da sehr klare Linien drin. Bei Wer und Wo kann man sich eine Taktik zweglegen? Jürg, wie gehst du vor hier? Also das erste Objekt, habe ich das Gefühl, es könnte zu jedem passen. Bei diesem Objekt bin ich mir ziemlich sicher, wer es ist. Das ist dann ein bisschen das Ausschlussprinzip für das erste Objekt. Weil alle, die weggehen für das erste, bleibt am Schluss noch jemand übrig. Ja gut, das zweite Objekt ist abgehäkelt. Und bevor wir das nächste anschauen, schauen wir, wie die fünf bis jetzt tippen. Im Moment sieht es so aus. Im alten Schulhaus tippen 3 auf die Claudia und 2 verdächtigen die Judith. Im Energiehaus tippt jemand auf die Ingeborg und ganze 4 denken, der Michel könnte dort daheim sein. So, wir fahren gerade an einer Raststätte vorbei. Muss jemand eine Pinkelpause machen? Ist gut. Dann fahren wir durch. Weil weit haben wir wirklich nicht zum nächsten Objekt. Das ist in Muri nur ein Katzensprung flussabwärts von Uttigen. Und hätte ich mein Gummiboot dabei, dann hätten wir uns auch einfach hertreiben können. Die Gemeinde Muri gehört zum Berner Mittelland und besteht aus den beiden Dörfern Muri und Gümligen. Die beiden Ortsteile haben je um die 6'000 Einwohner und bringen beide ein eigenes Schloss mit sich. Und fast wie ein Schloss sieht auch unser nächstes Objekt aus. Es ist die kleine Villa. Ja, willkommen bei unserem dritten Zuhause. Wir sind in Muri im Kanton Bern und stehen hier vor der kleinen Villa. Und die Frage ist, wer möchte das mal aufmachen? Ich bitte, oben. Claudia, bitte. Dankeschön. Ja gut, also dann dürft ihr hinten rein. Lasst es noch gut gehen in der kleinen Villa. Thank you.
bitte, das Bild. Was für ein Empfang. Ein bisschen Afrika begrüßt einen, wenn man reinkommt. Sehr stilvoll, glamour, luxuriös. Wahnsinnseingang. Sehr mutig, die Tapete. Ja. Man macht direkt, er braucht sonst gar nichts mehr, gell? Außer die Tapete irgendwie. Schau mal, der Boden füllt den ganzen Raum aus. Das ist sicher der Originalboden. Ja. Oh, es zieht sich gerade weiter mit dem Boden, schau mal. Mhm. Schöner Fischgrat. Sensationell. Wow. Oh ja. Und so ein langer Tisch. Das ist ein Kunstwerk. Hä? Ja, die ist ganz heiß. Das ist eine Challenge, die zum Abstauben. Da musst du so schwibbern. Challenge gelungen. Der Tisch ist wunderschön, aber sicherlich sehr heikel, oder? Ja. Auf dunklen Materialien sieht man den Staub immer sehr schnell. Das muss man, glaube ich, in Kauf nehmen, wenn man sich einen schwarzen Tisch anschafft. Aber ich habe das Gefühl, der Bewohner oder die Bewohnerin weiß schon, auf was sie sich da eingelassen haben. Die Stühle, sehr zäh. Sind Sie bequem mit letztem Mal? Drehen kann man sie nicht. Aber zum Drehen sind sie nicht. Aber weißt du, was genial ist? Die haben so Stöppeli, was den Boden nicht verletzt. Dass der Boden nicht, genau, so nicht verkratzt. So Stöckli. Oh, das ist wieder mal. Oh, wow. Cool. Das ist Illusion, hä? Ja. Schau, ist nicht warm. Pass auf. Sehr gemütlich. Kommt es warm? Ich habe schon das Gefühl, aber. Das Feuer geht nicht warm, ist rein für die Sauge. Ganz clean, sehr schön. Und dann kann man schön dort dekorieren, wenn das nicht zu viel Aufmerksamkeit zieht. Ja, gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Ganz cool, die, oder praktisch. Das Pooldecken ist wirklich genau hinter, wo man kocht. Und ja, ich kann mir vorstellen, das ist sehr angenehm. Weil es ist nicht so groß, aber ich denke, das haben sie optimal benutzt. Ja, sehr schön. Goldige Kaffeemaschine. Alles ist sehr schön. Alles goldschwarz. Abgestimmt. Auch in der Küche zieht sich das Gold weiter. Da die Kochmaschine in Gold, die Kaffeemaschine in Gold, die Pfeffermühle in Gold. Und Gold ist für mich Dingeborg. Mm, das ist wild. Was ist das? Ist das von einem Horn etwas? Oder ist das, das ist ein Horn, oder? Ja. Ich denke von einem, wie heißt das? Ein Bison oder ein. Ja. Aber so dreht. Antilope? Antilope, ja. Nein. Ich denke, das ist Keramik oder Porzellan. Ingeborg sagt, das ist Echthorn. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, dass er eine Idee hat. Zeit, um herauszufinden, was es auch im oberen Stock der kleinen Villa gibt. Mal schauen, die Steine knatscht wieder wie das letzte Objekt. Nach hier mehr. Genau. Eben, nachts anschleichen, ja. Liegt da nicht drin. Genau. Was mir sehr gut gefällt, sind die Lampen, oder? Ja. Ja. Zieht mal einen runter. Ach, Michel. Nein. Ach, wenn du das kannst, wow, ziehen. Mega. Aber vielleicht kann man sich morgens dann voller Elan nach unten schwingen. Ja. Genau. Das könnte gut sein. Wunderschön. Sportliche Betätigung. Oh, Lücke im Arbeitsplatz. Oh ja. Klein, aber fein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Klein, aber fein. Klein, aber fein. Hey, das Matterhorn. Oh, ja. Schön eingerahmt. Ja. Die Verbindung da zu Michel herzustellen, da dachte ich mir, das wäre zu einfach. Das hätte er doch sicherlich weggeräumt. Er Wallis, er stellt nicht das Matterhorn auf den Tisch. Wenn schon, hängt er sich das aufs Bett. Was ist denn das? Komm, wir gehen mal da. Kleiderschrank. Kleiderschrank. Wollen wir schauen? Ja, unbedingt. Hey, wow. Die Tapete. Wieder die Tapete, ja. Ja, genau. Ja. Genau. Du schaust innen, siehst die Tapete, das Bett vorne dran, dunkel wieder in diesen Farben gehalten, die Kische, die vorne dran sind, alles Ton in Ton. Gefällt mir super. Oh, ja. Oh, und schau mal. Ich tippe drauf, das ist ein Fernseher. Oh ja. Oh,
Weißt du, also das ist der gleiche Fernseher wie den anderen Objekt. Ja, genau. Genau. Ja. Wo schön als Bild verpackt. Aha. Aber ja, da lässt sich sonntags doch mal schön verbringen. Hey, lass mal, Batman, wir gehen vor dem Bett. Ja. Michel, kannst du mal rein? Hey, ich versuche Zedel für dritt hocken. Ja, fast schade, ja. Gell? Komm, wir testen dich schnell, ob ich da drin passe. Unbedingt. Wahnsinn. Oh, ja. Schau mal. Schau mal. Aber wie das ist, du kannst nicht Fernsehen schauen. Ja, vielleicht kann man noch schwenken. Die ist gemacht für dich. Ja? Vielleicht kannst du noch schwenken. Und aber in dem Fall bist du ja dann du das Fernsehprogramm. Ah ja, wenn da liegt, jemand liegt, oder, dann wärst du dann du das Fernsehprogramm. Genau. Ich muss jetzt noch mal hocken bleiben. Ja. Eine wunderschöne Badwanne, sehr edel, in einem Beige-Ton, ja, sehr einladend. Aber der Michel hat sich gerade wohl gefühlt. Ja? Aber ich möchte also nicht gerade neben dem Bett baden. Machst du das wirklich? Machst du das auch oben? Nein, aber so im Winter, Skifahren, ich gehe baden. Nein, das finde ich super. Ich suche hier auch noch Dingenburg wirklich. Nach so einem strengen Arbeitstag. Dingenburg. Kannst du dir vorstellen. He? Was sie dann eben nicht wissen, ist, dass es hier noch einen Garten hat, wo man etwas erlebt. Ich schaue in der Zwischenzeit nämlich ein bisschen auf die Haustür. Ja? Oh! Schön. Nicht riesig, aber... Nein, aber wieder sehr schön gemacht auch. Das alles, das Gold und Schwarz, das sieht man überall. So einheitlich. Und auch die unterschiedlichen Texturen. Ist bequem. Meistens sind die schönen Sofa nicht so bequem. Ja. Oh, es geht noch. Ja. Ja. Es ist ein wenig niedrig, das denke ich, aber... Aber riesig. Aber riesig, ja. Zum Schlafen. Zum Schlafen, ja, und ich mache das so, wenn es etwas tiefer ist. Beim Sofa war es ein bisschen rauer Stoff, aber nicht unangenehm zum Sitzen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen robuster als irgendein Samtstoff. Was ist das? Katzentür in XL-Format oder so. Aber dann ist das elektronisch. Wow. Dann hat der Katze vermutlich einen Chip. Oder einen Code. Sehr cool. Für unser Dreiergrüppli geht die Besichtigung im hinteren Teil des Schlafzimmers weiter. Die Wandfarbe gefällt mir extrem. Mega. Also, mir faszinieren die glatten Wände. Das ist ja, eisen. Ja. Ja. Hier ein Heizkörper. Ja. Nicht so Standard. He? Für, wenn du baden kannst du diese durchführen. Die dann danach aufwärmen. Und wer nicht möchte baden, hat da hinten auch die Möglichkeit zum Duschen. Oh, und schau mal da. Hier. Wieder Ton in Ton, Usche. Ja. Musst du immer in den Spiegel schauen? Bei dem Waschbecken sieht man, dass es sehr hochwertig gearbeitet ist. Und auch der Spiegel verleiht einem direkt eine Frische. Der Spiegel hat so eine warme Farbe und siehst du aus. Von der Ferien, ja, gell? Ist am Morgen nicht ganz so geschockt, so, wenn man aufsteht. So ein Stachselle oder so, sehr gedämpft. Ja. Ja, ja. Man sieht einfach gerade schön aus, wenn man da drin liegt. Wow! Hast du schon mal so etwas gesehen? Nein. Krass. Mama, hat es dort ein chirpender Vögel, oder? Ja, irgendwas so. Gehört man. Hintergrund. Ja. Die Fische. Und die Fische auch, hast du gesehen? Ja. Unglaublich, so etwas habe ich noch nie gesehen. All diese Fische und dann das Gequetsch oder Gequitsch oder das Geräusch, was man an einem Teich hört. Ja, genial. Wer das bedacht hat, super. Und schon mal jemand unter Wasser ist. Gefunden in der Mitte von Vögeln, von Fischen, die mit einem halben Trümmling. Man hockt hier für Stunden, genau, zum Relaxen. Ich glaube nicht, dass das ein WC ist, das man regelmäßig braucht, weil das könnte einem relativ schnell verkleiden. Es regnet nicht mehr, los. Ja, eben, das müssen wir gerade ausnutzen. Oh, wow. Ja, sehr cool. Der Pool, ich habe noch nie so einen Pool gesehen. Das ist schon mega.
Hier, trink drin. Vor allem, wir sind mal in diesem 0815 Pool, oder? Ja, temperiert. Das ist mal noch, hat noch Style, der Pool. Am besten im Garten gefällt mir der Pool. Er ist einfach so anders, als sonst ein Pool ist. Er ist nicht eckig, er ist wirklich geformt, natürlich in die Umgebung integriert. Die hier auch Kinderkasseln und Pädeln. Könnte ich mir vorstellen. Könnte sein, könnte auch nicht sein, oder? Ist sicher, aber auf jeden Fall ein Kindertraum, oder? Es ist sicher absolut ein Kindertraum. Erwachsenentraum auch. Genau. Mega. Komm, gehen wir mal hingehen. Was ist hier? Beach House. Beach House. Extrem coole Lounge wieder, oder? Ja. Brutal cool, mal zu breiten. Das ist ja nicht. Ja. Sind wir jetzt gerade gefangen. Oh, ich habe gemeint, es geht einfach verdammt, aber nein. Wow, jetzt haben wir mal den Blick. Ich muss sagen, ich muss überall sitzen. Ja. Ich muss sitzen und fühlen immer. Ja, dort verbringst du jeden Sommer oben. Wenn du überhaupt in die Ferien gehst. Also, vor der Hütte alles. So, alles parat. So. Kommen wir doch rüber. Ja. Ihr könnt auch dazu kommen. Nehmen wir Platz, bitte, ja. Wo ihr wollt. Also. Merci. Wo sind Drinks? Ja, ist gut. Drinks hätte ich machen sollen, sag nichts. Aber vielleicht nach dem Joker, wenn es noch länger geht, oder? Und, wie war es? Mega. Schön. Sehr beeindruckend. Ja. Gut, cool. Wer wäre froh um einen Hinweis zu der Person, die hier daheim ist? Ja, ich darf nicht mehr. Ja. Ingeborg, du musst einfach schlecht schätzen jetzt. Ja. Ja. Ich bin überzeugt, jemand hat herausgefunden, was ich in diesem Objekt gezählt habe. Kerzen. Kerzen. Tapete. Also die Tapete ist schon ganz heiß. Fisch. Perfekt. Ich möchte wissen, wie heissen denn die Fische auf dieser Tapete im WC, im EG? Nein, natürlich die Anzahl. Also wer am nächsten dran ist, mit der richtigen Anzahl, bekommt einen zusätzlichen Hinweis. Jürg. Ich habe im Kopf überlegt, wie viele sind das, wie viele Reihen sind es. Und bin auf 69 gekommen. 69 für dich, Ingeborg. Ich schätze 105. 105, Claudia. 95. Judith. 224. 224 und Michel. Ich tippe auf 80. Also von 69 bis 224, das ist mal so der Range, wo wir uns bewegen. Und die gute Nachricht, es ist irgendwo dort drin. Die Person, die am besten geschätzt hat, ist aber 18 daneben. Die richtige Antwort wäre 123. Und mit 105 ist es Ingeborg. Ingeborg! Ingeborg, 3 Joker in Serie, das ist dein Preis. Wieder Ingeborg, ich gebe jetzt langsam auf mit meinen Raten. Auf das Bild sehe ich einen Schlitten mit darauf einen Hund, die fortgezogen wird von 2 Katzen. Ich denke, es ist eine Weihnachtskarte. Der Joker kann auf eine Person deuten, andererseits verwirrt er auch. Macht es nicht einfacher. Und, hat es dir etwas gebracht? Ja, ich glaube, ich habe lieber Freunde als Feinde, oh. Als Mitbewerber. So, ich denke, ich teile es mit euch. Also, das heißt, du zeigst jetzt allen, was du gesehen hast? Ja, ich denke schon. Okay, das ist deine Entscheidung. Ja, sie dürfen alle mal ganz kurz schauen. Ich glaube, das hat es so noch gar nie gegeben. Aber bitte, dann kannst du die Schachtel im Jürgen übergeben. So lieb. Zum Glück hat sie uns ihren Joker gezeigt. Nicht, dass das etwas geholfen hat, aber zumindest hat man ein besseres Gefühl, dass man auch mal in die Schachtel schauen konnte. Ich fasse es nicht. Also ich würde das nie teilen. Ich bin ganz ehrlich. Zum einen könnte das Weihnachtsbild nicht an Weihnachten, sondern vielleicht schon am 5. Dezember entstanden sein, wenn die Holländer Sinterklaas feiern. Ein Hund und 2 Katzen auf dem Foto könnte Dingeborg wieder. Es könnte aber auch der Jürg sein. Tipptopp. Was machen wir jetzt? Baden. Baden. Am Strand. Strand. Ihr wollt das volle Programm, das bekommt ihr. Und zwar gehen wir jetzt weiter zum nächsten Objekt. Und ihr seht in der Zwischenzeit, was wir bis jetzt alles erlebt haben. Was denkt ihr? Wer wohnt euch in Etikofen im alten Schulhaus und hat ein gastfreundliches Herz? Sollen wir mal probieren? Ja. Das ist ein Sirup-Sixpack. Im alten Schulhaus wohnt Judith. Sie ist Künstlerin. Sie sagt, sie leitet den Shop. Sie hat so viele coole, schöne Deko-Elemente. Das verkauft sie sicher in ihrem Laden. Bequem?
Ja. Ja, gewöhnungsbedürftig. Beim alten Schulhaus wohnt Claudia, weil sie sich bei vielen Punkten und vor allem beim Snackautomat recht verdächtig gemacht hat. Teilen wir einen, oder willst du einen? Nein, wir nehmen den von Ihnen. Wer legt Wert auf Nachhaltigkeit und hat sein Reich in Uttingen im Energiehaus erschaffen? Du bist doch von Wallis. Ja. Ein Weinkönig. Ja, aber eh nicht so. Ja, hier, der Wein. Ja. Und der König. Und der König. Ja. Im Energiehaus wohnt Michel. Ja, das sehe ich. Mit seinem Walliser Akzent und all das Holz und ja, die Weine könnten auch aus Wallis sein. Also ich sehe dich gut hier drin. So. Ja? Ja, wenn ich mal Fernbedienung kann bedienen. Ja, könnte ich mir sehr gut im Energiehaus vorstellen. Zum einen die hohe Küche und ich glaube, das wird auch ganz gut seinen Stil treffen. Und wer wohnt auch hier? In Muri, in der eleganten kleinen Villa und glänzt gern mit Gold. In der kleinen Villa könnte ich in Gebelg wohnen, allein oder mit einem Partner. Ja, gefällt mir sehr gut, sehr schön. Vom Alter her, vom Stil, wie sie gekleidet ist, das teilweise prunkvolle und sehr gepflegte, das passt zu Ingeborg. Aber schau mal. Aber weißt du, du kannst nicht Fernsehen schauen. In der kleinen Villa würde der Jürgen drin passen. Es hat so ganz viele elektronische Gadgets, die ich ihm zuschreiben würde. Bin mir nicht schlüssig, aber könnte mir das vorstellen. Nächster Halt, Zürich! Genauer gesagt, der Kreis 9. Der Kreis 9 liegt unter am Uetliberg, also ganz im Westen der Stadt, und besteht aus den beiden Quartieren Altstetten und Albisrieden, die bis 1934 noch selbstständige Gemeinden waren. Der dörfliche Charme von damals spürt man in gewissen Ecken noch bis heute. Es gibt alte Riegelhäuschen und Schrebergärten. In den letzten Jahren sind auch Haufen neue Wohnblöcke dazugekommen. Der Kreis 9 hat auch immer wieder Weltstars auf Besuch. Grund dafür ist das letzte Grundstadion. Nebst Fußballspiel und Leichtathletik-Events gibt es auch regelmässige Konzerte. Und die Musik von denen, die hört man meistens im ganzen Quartier. Vermutlich auch in unserem nächsten Objekt, in der Stadtwohnung. Willkommen bei unserem nächsten Zuhause. Ihr habt aufgepasst, wo wir angekommen sind, oder? Wir sind in Zürich. Mitten in der Stadt Zürich. Wir nehmen das Auge voll. Da stehen wir vor einem Objekt. Es scheint ein paar Wohnungen zu haben, aber eine dürft ihr anschauen. Und zwar eine Stadtwohnung. Wer möchte denn auftun? Ingeborg. Danke. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Rein, voraus, rauf. Viel Spass. Komm mal hinein. Okay. Man fällt direkt mit der Tür ins Haus. Der Spruch bekommt direkt eine ganz andere Bedeutung. Steht wirklich mittendrin in der Wohnung. True love is true love. True love is true love. Das könnte eine WG sein. Eindeutig. Und das ist die Crew, wo da drinnen wohnt. Wenn wir mal in die Küche gehen. Oh ja. Das sieht auch cool aus. Chromstahl, gell? Ja. Ah, ja. Wenn man es hatte. Edelstahl, ja. Das ist richtig. So retro. Ja. Mhm. Das ist wieder voll modern. Die rote Glaswand, die sticht mega raus. Das beißt sich ein bisschen dort. Das ist eine rauche Wand. Ja. Das ist das schwarz. Schwarz ist noch speziell. Ja, sieht aus wie eine Wandtafel. Ist das ein Tapete? Ja, schau, dort hat es. Das ist wie eine Wandtafel. Da kannst du Sachen herschreiben, wenn das Möni oder irgendwie ja. Okay. Es gibt auch Kinder hier, denke ich. Weil schau mal, stimmt. Das ist abgesichert. Ah ja. Ja. Und vielleicht schreiben die da auch etwas drauf oder schöne Zeichnungen. Da ist, dass ja. Es nicht runterfällt oder ja. Ein schlechter ja, Koch. Das Kind, das Pfanne nicht abgeht. Ja. Absicht. Nein, ich denke, das ist schon für Kind. Ja. Oh, das ist ein großer Esstisch, oder? Schön. Das unterstreicht die Crew wieder. Die verschiedenen Stühle um den Esstisch finde ich genial. Das ist so ein bisschen wie so in der Beiz ums Eck, wo man einfach reinkommt und sich draufschmeißt, ohne Angst zu haben, dass man irgendwas dreckig oder kaputt macht. Sehr einladend. Da liegt ganz Wand. Schau mal.
Der Velofahrer. Das ist die Rennstrecke. Ja, genau. Sieht jemand mit Velofahrer aus? Wer weiß, vielleicht ist das Hobby von Jörg. Zum Glück wissen die anderen nicht, dass Sport für mich eher ein notwendiges Übel ist, um im Alter nicht auszuufern. Aber es ist nicht meine Passion. Und die Farben sind auch schön, das Lila und Blau und Gelb. Es ist alles so verschieden und doch gehört es zusammen, gell? Ja. Ist nicht gut gemacht. Ja, ja, sehr schön gemacht. Es hat hier viele Designstücke, zum Beispiel hier diese Lampe und auch noch diese Sessel hier. Ja. Ja. Sollen wir noch mal weiterschauen? Unbedingt. Kommst du mit? Unbedingt. Ja, wir gehen mal diese Seite. Bis nachher. Ciao. Oh, Schlafzimmer. Oh, das mit Velo. Aber cool, das ist ein richtig altes, hä? Ja. Und gebraucht. Ob es heute noch gebraucht wird, das ist die Frage. Ja, das denke ich auch nicht. Reine Deko, aber ganz cool. Ja, ja. Das, irgendwie denke ich immer, das ist eine WG hier irgendwie so. Wer hat sonst ein Fahrrad im Schlafzimmer hängen? Ja. Speziell. Ja. Und jetzt kommt der Betttest. Ja. 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 Oh, und guckt da auch das wieder die Galeriewand. Ja. Technisch auch sehr schön. Ja, genau. Und ja. Das Velo wieder. Ja. Und mit Grün in das Grün. Ist wirklich ein. Und mit Grün. Mit Grün, ja. Das könnte eventuell auch ein Hinweis tatsächlich auf Ingeborg sein. Ich meine, die Niederländer sind wirklich auch immer und immer gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Bicycle. Neue Kollektion. Ja, welche das sind? Velo-Köpfe. Velo-Köpfe. Voll auf nostalgisch gemacht. Das ist geil. Wir legen genau sehen an. Meine Frisur. Die sind cool. Die Hütli an der Garderobe, extrem cool. Also für mich das Highlight, das ich bis jetzt sehe. Mann, das ist cool. Vorne, kannst du schon vorne rauf. Siehst du? Lustig. Die Jürgen, der grosse Kopf für die Köpfe. Mir steht es gut. Aber am besten sieht es aus bei Michel. Trägt man das heute noch nicht, oder? Es kommt wieder ein bisschen. Unter dem Helm. Aber unter dem Helm lässt so du ja. So stylisch. Ja, ja. Ja, ja, die lässt du unter dem Helm. Sieht schon noch mal cool aus. Genau. Weiter geht's. Kinderzimmer. Okay. Setzkasten mit so Figuren. Oder? Ja. Ich habe das Gefühl, das sind zum Teil Sachen von früher, vielleicht von den Eltern, die das Kind aufstellen dürfen. Es sind nicht alles so neue Figuren. Und da die Lavalampe, wie heissen die? Mhm. Sind so die das ist nicht so 90er Jahre. 90er Jahre, ich hätte 80er gesehen, aber 90er Jahre. Ja. Ja, ich hatte ein Gespenst, das eine Lavalampe hatte. Da musste stundenlang davor sitzen, wie sich das bewegt hat und blubbert hat. Und, ist heute noch faszinierend. Du hast so eine gehabt? Immer eine Welle, aber wie das ist, wenn du nicht ein Kind hast. Wäre es anders. Du bist ein Arme. Das begleitet mich heute noch. Es kann gut sein, was der Jürgen kompensiert hat, da er keine Lavalampe hatte. Vielleicht hat er seinen Kindern eine hergestellt. Das Mädchenzimmer. Zwei Kinder. Ja. Oder Spielebene und Schlafebene. Oder Spiel- und Schlafebene, genau. Wenn es zwei Kinder sind, kann ich mir vorstellen, dass man darum streitet, wer oben schlafen darf. Könnte noch Konfliktpotenzial bergen. Ich hoffe, dass es nur ein Kind ist, das auswählen kann, wo es schlafen will. Hier Arbeitsecke. Ja. Also ein Kind, das schon in die Schule geht, wahrscheinlich. Ja. Herzig, ja? Ja, sehr. Ein altes Pültchen. Das ist alt, also, ja. Das spricht sogar von einem Schuss. Ja, könnte das sein. Hm? Ich hoffe, es hat nicht noch einen alten Kaugummi dran. Wir können auch ein bisschen Theaterle. Nein, nein. Du bist mit dem Theaterle? Ja, bestimmt. Claudia, fühlst du dich extrem wohl in dem Spielecke? Freust mich nicht! Und wir sind alle im Innersten noch Kind. Die einen fühlen sich mehr aus als die anderen.
was uns da erwartet. Kinderzimmer? Oh ja. Wow. Wow. Ein nicht traumhaft. Zwei Kinderzimmer. Hm? Doppelkinderzimmer, ja. Ja, ja. Das ist wirklich so ein nordischer Stil. Ja. So das helle Holz und. Ja. Ja. Wow. Das Kinderzimmer ist der Hammer, mega schön. Als Kind würde ich mich riesig freuen. Das ist doch richtig Rock. Oh ja. Oh ja. Soll ich mal versuchen? Das ist eine E-Gitarre, oder? Ja. Oh, das kann ich nicht. Ingeborg, sing uns einen Song. Oh, das wird sie nicht. Singen kann ich nicht. Nein, nein. Ja, selber habe ich gar kein Talent, aber ich steht mir, glaube ich, doch gut. Was ist das? Der Arbeitsplatz, oder? Ja. Wow. Schön gemacht, auch so mit spielerischen Sachen für die Kinder dazwischen. Ja. Aber auch das Holz wieder so ganz schön hell. Ja. Ja, der Arbeitsplatz, da wollte ich mal einen kleinen Shoutout geben. Wenn der oder die Bewohner gern mit mir wechseln wollen, meiner sieht sehr viel schlimmer aus. Ich würde gern wechseln. Mama, was da hat? Die Ringe. Mit dem Wohnzimmer. Jetzt kannst du gerade dein Workout machen. Jetzt ist ein bisschen tief, um da Klimmzüge zu machen. Die Ring habe ich noch nie gesehen. In einem Wohnzimmer ein Satz Ring. Aber eine coole Sache. Tada! Sind das deine Gelenke oder die Schrauben? Also okay. Claudia, hängst du an die Ringe? Nicht sehr geschickt. Wahrscheinlich wird sie oder vielleicht die Kinder für ihre benutzen. Kommen wir mal hier schauen, was da drin ist. In dem Gestell sind ganz viele Schallplatten, Bücher, Spielsachen. Auch verschiedene Sachen, aber so als Gesamtheit wieder stimmig. Das Regal, das kannst du je nach Lösung, das kannst du so zusammenstellen, wie es dir gerade passt. Und dann verklebt das nachher. Ja. Das Gestell ist ganz cool. Ich muss unbedingt wissen, von wem es das Gestell ist, weil so eins muss ich mir auch reinziehen. Was ist echt das? Das ist ein Hula-Hoop-Ring. Ja, mach mal. Nein, Opa, nicht. Das ist schon mal richtig gut gesehen. Genau, der ist schlecht in die Hose. Ich kann mir schaffen, mindestens drei Runden, aber es war nie. Nächstes Zimmer. Ah, das Badezimmer. Überall Velo, Fußball. Das könnte eventuell das Gäste-WC sein. Und nach da, Surprise, Velo fahren und Fußball. Ja, würde passen. Würde passen. Der Helm sicher, wenn man ein Rennrad hat, muss man sicher immer tragen. Oh, oh ja. Tienen, ja. Signiert. Ja. Ist das ein Holländer? Und schön orange. Ja, ja eben, deshalb habe ich mir gerade gedacht. Ja. Vom Namen her, ich weiß nicht, ob das ein holländischer Name ist. Aber FZZ. Ja. Orangen sind auch Orange und die kommen auch nicht aus Holland. Kommen wir gerne mal schauen, was die grüne Oase in der Stadt, oder? Das ist das, was immer täuscht. Weißt, vorne hast du Strasse und hinten hast du nicht die Innenhöfe. Das ist schon cool. Und bist gleich in der Stadt. Oh, ich möchte gerade eins schnauzen. Schau. Die sind noch nicht reif. Sicher, das sind gelbe. Die bleiben so. Also, die können nicht mehr reif. Ja, ich habe zumindest das grüne Kleid an. Die halbe Miete. Ja. Und das sind Dinge, Avocado, oder? Ja, du siehst, könntest du dich gleich auch etwas ausmachen. Ja, das ist das Einzige, das wächst bei mir. Ein Avocado? Das ist ja hellen schwierig zu ziehen. Das ist kein Problem. Das habe ich jedes Mal probiert, einen Avocado-Baum zu züchten. Und, das ist einfach so eine verfaulte Kugel geblieben.
So, eine kleine Stärke gibt es natürlich jetzt in der Zwischenzeit auch. Und zwar eine Spezialität hier vor Ort: Zürcher Hüpen. Also kommen wir doch in die Nähe. Einen guten zusammen, Judith. Merci vielmals. Danke. Komm, Judith, kommen wir zu dir. Wo du willst. Merci. Also, viertes Objekt. Und es gibt ja so einiges, was ich hier erzählen konnte für eure Joker-Frage. Vasen, Skulpturen. Regenbogen. Schallplatten, danke fürs Helfen. Sportgerät. Sportgerät ist ein gutes Stichwort. Da hängen nämlich die Ringe. Wie viel Kilo tragen die Ringe total? Wer am nächsten dran ist, bekommt einen weiteren Hinweis. Und ich würde sagen, weil du bis jetzt immer so gut getippt hast, musst du einfach anfangen, Ingeborg. Dann ist es ein bisschen schwieriger für dich. Ich tippe auf 100. 100 Kilo. Jürg. 180. Judith, was bietest du mir? 200. 200 für Judith. Claudia? 250. 250. Und der Michel hat auch noch eine Zahl im Angebot. 280. Ja, genau. Also, der Range geht von 100 bis 280. Und jemand hat tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen oder mit dem Schwarzen geprägt. Genau die richtige Anzahl Kilo. Und die beiden Ringe haben gemäss Herstellerangaben genau 100 Kilo. Ingeborg! Hey, das ist ja nicht normal. Ingeborg, wie immer. Wir gewöhnen uns langsam dran. Ja gut, Ingeborg, dann darfst du die vierte Joker anschauen und darfst noch mal in ein Zimmer. Bitte schön. Viel Spaß. Wow. Ja. Der Joker ist ein Surfbrett, nicht ein Anfängerbrett, aber wirklich eine für einen fortgeschrittenen Surfer sozusagen. Ja, das zeigt mir, dass die Erwachsenen, die hier leben, wirklich Sportler sind und auch, ja, ich denke dann, wohin reisen die, das zu machen, macht mir noch ein wenig unsicher, aber wir schauen mal. Du weißt, wie es läuft. Wir wollen Tipps wissen. Hast du eine große Box oder eine kleine Box? Das hat etwas mit Sport zu tun. Aber ja, das weiß man schon in diesem Haus. Noch ein Velo? Mehr kann ich nicht sagen. Noch mehr Fahrräder. Was mehr kannst du nicht sagen? Es ist einfach Sport. Okay, aber Sport. Etwas mit Sport? Etwas mit Sport. Gut, sportlich geht es auch ein bisschen weiter, nämlich ins letzte Objekt. Aber zuerst möchte ich noch mal den Puls nehmen bei euch, Michel. Noch vier Objekte. Klarheit oder noch vieles so ein bisschen im Ungewissen? Nein, mir hat schon bei diesem Objekt sehr viel erhellt oder sehr viel klar geworden. Mhm. Claudia, ja. Wie sieht es bei dir aus? Was müsste noch für ein Objekt kommen, das für dich die Rechnung aufgeht? Ja, etwas ganz Gegensätzliches nochmal. Vielleicht ein Bauernhaus? Ein Bauernhof würde in deine Rechnung passen. Mhm. Ja, am besten gehen wir weiter. Dann sehen wir, wie das letzte Objekt daherkommt. Und dann schauen wir, ob die Rechnung immer noch gut aufgeht. Gehen wir. Im Moment sieht es so aus. Im alten Schulhaus tippen vier auf die Claudia und jemand verdächtigt die Ingeborg. Im Energiehaus tippt jemand auf die Ingeborg, jemand auf den Jürg und drei denken, der Michel könnte dort wohnen. Dann sind wir weiter auf Muri in die kleine Villa. Und zwei sehen Ingeborg dort, jemand denkt Judith und zwei tippen auf den Jürg. Und in der Stadtwohnung, da verdächtigen gerade drei Judith, jemand hofft auf den Jürg und eine Person denkt, der Michel könnte da daheim sein. Jetzt aber wieder zurück in den Bus, weil ein Objekt fehlt uns ja noch. So, wie geht's euch da hinten? Super! Super. Zur Unterhaltung gibt es ein kleines Musikquiz hier bei uns. Und zwar spiele ich jetzt mal das Lied an und dann könnt ihr mal raten, wer das sein könnte, wie das Lied heisst. Seid ihr bereit? Go! Keine Ahnung. Wir brauchten früher keine große Reise. Ingeborg, du kennst das. Wir wurden gebaut auf Borkum und auf Sylt. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Richterswil am Zürichsee mit knapp 14'000 Einwohnern hat Richterswil eine überschaubare Grösse. Früher
war die Gemeinde Verkehrsdrehscheibe für Pilger, die mit dem Schiff in Richterswil angekommen sind und ihre Reise nach Einsiedeln von da aus zu Fuß fortgesetzt haben. Richterswil hat einen historischen Dorfkern mit viel gut erhaltenen Fachwerkhäusern und einem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude. Und mit drin steht auch der allererste Fair-Fashion-Kleiderladen der Schweiz. In Richterswil findet jeden November der grösste Rebenlichtli-Umzug der Welt statt. Im Jahr 2000 hat die traditionelle Rebenkilde sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Und jedes Jahr schnitzt man für diesen Umzug rund 30 Tonnen Reben. Die Gemeinde hat mehrere Aussichtspunkte mit Ausblick auf den Zürichsee, aber auch auf die Glarner Alpen mit dem Vrenelis Gärtli und den Alpstein mit dem Sentis. Auch von unserem letzten Objekt kann man das wunderschöne Panorama bestaunen. Wir sind angekommen im Bachsteinhaus. Willkommen bei unserem letzten Zuhause. Und zwar sind wir in Richterswil. Mhm. Und es ist ein Bachsteinhaus. Cool. Sehr gut. Da ist der Schlüssel. Wer hat noch nicht? Wer möchte noch mal? Ich. Dich. Also gut. Michel. Dann kannst du Judith überholen und dann dürft ihr ins Bachsteinhaus. Kommen mit. Gesellige Runde. Ja, genau. Schon am Anfang. Oh ja, da weiß man genau, was einen direkt dann erwartet. Genau. Ja. Genau. Das Fest. Ja. Da wohnen gesellige Leute. Oh ja. Die ja. gerne ein Glas trinken. Genau. Aber was gutes ist Essen und gutes Trinken. Es ist jetzt hier drauf Kerzen. Keine Rotweingläser. Ja. Das hat jetzt auch gerade gepasst. Das stimmt. Das Glas für uns alle. Mhm. Was ist denn das? Zum Draufstützen. So. Oh. Mhm. Ich denke, es ist Kunst. Ich würde es nicht angreifen. Ein riesiges Schwemmholz. Schwemmholz, gell? Ich denke, Claudia ist da nicht daheim, aber es könnte eine Ablenkung sein, dass sie sich so offensichtlich darauf abstützt. Hat jemand leichtes Übergepäck im Flugzeug oder sehr viel Platz im Flieger? Ja. Und da oben, ja. Ja, hast du gesehen? Was ist echt das? Münzen? Also, nein, es sind nicht mehr Münzen. Ich denke, vielleicht hat man damit Gurzli gemacht und dann ist die Form so. Genau. Auffällig hat sich bis jetzt niemand direkt verhalten. Ich beobachte aber den Jörg sehr genau. Mal sehen, wie er sich umschaut und wie er sich in den einzelnen Räumen verhält. Er wird extrem schön, also Ton in Ton mit dem Boden zusammen. Okay. Sollen wir jetzt mal schauen, wo es denn das feine Essen gibt und das Trinken? Ja. Oh, wieder so eine markante Lampe oben am Tisch. Ja, und wieder ein riesiger Esstisch. Ich habe schon die Flasche entdeckt, aber die sind alle ohne Inhalt. Da war wohl gestern irgendeine große Feier. Wir sind leider alle zu spät. Oder jemand trinkt Alkohol und hat nur als Deko-Gegenstand. Genau. Ja. Ich denke, Jörg könnte wirklich ein Glas Wein oder ein feiner Whisky sehr genießen. So, das würde zu ihm passen. Bequem. Das sind die bequemsten, die wir heute gesehen haben. Schon? Okay. Ja. Du könntest gerade sitzen bleiben. Ja. Also die zum Drehen, die sind aber sehr cool. Die sind mega breit. Da kannst du noch jemanden nebenan. So. Es ist nur die Frage, wer uns jetzt bedient. Ja. Ja. Da ist sicher Personal. Der Esstisch ist nicht nur für wenige Personen, sondern da wird sicherlich oftmals gesellig gesessen und gefeiert und gegessen und getrunken. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt keine Bedienung. Sollen wir mal nach oben schauen? Ja, Bedienung? Oh. Oh wow, sollen wir mal schauen, was es hier hat? Ja, komm mit. Komm, wir gehen mal da schauen. Oh wow. Oh, okay. Ganz anders als die Küche vorher gesehen haben, gell? So klassisch, Landstil. Ja, Landhausstil. Landhausstil. Passt zum Haus, finde ich. Ja. Extrem gut zum Haus. Extrem gut. Oh, und ich schaue hier meinen Traum.
Gas. Ein Gas in der Küche. Ja, das siehst du auch nicht fast nicht mehr. Das ist ganz heiß. Ja, das muss irgendwo ein Gourmet-Koch sein, der hier wohnt, der gerne kocht. Jemand, der gerne kocht. Ja. Wenn ich da würde kochen, wäre es auf dem Gasgrill ein Risotto und irgend so ein Stück Fleisch dazu. Und der Westrog ist auch sehr geil. Ja, auch zwei Ofen, das muss ein Gourmet-Koch sein. Ja, ja. Das ist ja gut gemacht, nicht alles gleich Abdeckung. Weißt, ist so, hier ist ein Granit, hier ist Holz. Sehr schön. Fällt mir gut. Wow. Also da könnt ihr sogar mir vorstellen, Gemüse zu rösten. Mit dem Blick auf den Garten und auf den See. Ja, oder so. Am Morgen mal ein Frühstück. Kaffee. Bier oder Kaffee. Ja. Oder weißt, eine Stunde später, die Zwiebel ist immer erst halbiert und noch nicht in den Gleisen gemacht. Ja. Oder einer kocht und der andere ist hier mit einem Glas Wein. Hab schon gesehen, hier hat es auch Wein. Wieder Wein, oder? Ja, überall Wein. Ja. Michel, du machst in jedem Haus verdächtig. Ja. Der Sven sagt immer, lade nicht von Vorurteilen leiten. Aber ich werde immer verdächtig, wenn es um Wein geht. Ich glaube, ich muss Michel langsam aus dem Thema rauslassen, weil Wein ist einfach allgegenwärtig, nicht nur im Wallis. Ja. Aber du siehst eigentlich auch ein Genießer aus. Also von dem her. Merci, jetzt habe ich extra den Bauch eingezogen. Nein, nicht so, alles gut. Ja, das ist gut. Was ist das? Oh, Feuerlöscher. Lustig. Also ein echter oder Feuerlöscher in Form von Alkohol in einer Feuerlöschpackung? Keine Ahnung, 14. Wahrscheinlich schon echt, oder? Ist ja schwer. Schade, es klingt nach Wein, aber keine Ahnung. Das ist ein echter Feuerlöscher. Ja, ist aber es sieht natürlich schöner aus als so einen grusigen roten. Ja. Schön gemacht. Und dann versteckst du, wenn du suchst. Wenn du suchst, kannst du es nicht finden. Was ist das? Ist das eine klassische Brotbox? Wahrscheinlich eher Toast-Aufbewahrungsbox. Ah, ja. Wegen dem Toast. Ja. Schön. Sehr schön. Ich bin gespannt auf den Rest. Es ist so schön drin. Zeit, um herauszufinden, was es im oberen Stock von diesem Bachsteinhaus gibt. Knatscht es aber nicht mehr so zu stecken. Ja. Und schau mal, das erste Mal zweifarbig gestrichen. Ja, wirklich. Wird dir das noch gefallen oder bist du eher einfarbig? Nein. Das gefällt mir. Gefällt dir gut? Macht es so frisch, hä? Mhm. Oh, und schau mal. Und schön. Sehr schön. Aber wer putzt das, hä? Ja, also bedient sind wir auch schon nicht geworden, gell? Okay. Putzen musst du das wirklich auch selber? Ja, mich überrascht sehr, dass dieser große Raum oben wieder so schön lichtdurchflutet. Kein einziges Beet, keine Deko eigentlich. Gar nichts. Eine riesige Wand. Gar nichts dran. Oh, was ratest du, was das sein könnte? Schlafzimmer. Komm mal rein. Ich glaube noch nicht ganz, aber da. Okay, Dachlady. Ein Kleidungszimmer. Da würde ich auch sehr gerne mal nach drinnen schauen, das was denn da für Kleider hängen. Oh ja, das ist doch generell der Traum, oder? Dass man so einen extra Platz hat, wo man sich anziehen kann. Ah, das schaffen wir, weil ich brauche das, wenn ich da zuoberst die Sachen will. Genau. Du zwar auch. Schöne Sonntagskleider. Ist ja gleich groß. Einfach, ja. Ich bräuchte auch genau das. Also, jetzt geht es weiter. Wo ist denn das Schlafzimmer? Ja. Ah, auch nicht. Oh, auch nicht. Oh, aber schau mal, schön. Ja, sehr. Farbton zieht sich weiter, gell? Sehr. Komplett, ja. Nude. Ja. Sehr zurückhaltend. Natürliche Materialien. Ja. Oh, schau mal. Schön. Kennst du das? Hast du das mit zum Baden? Das Badekissen, ja. Willst du die mal in den Bach legen? Nein. Ich probiere es mal aus. Hey, das muss ich eben malen. Da guck mal. Ein Badekissen. Ja, das hast du dann 3 Tage draußen, bis es trocknet ist. Das. Ja, doch. Da hat man ja sicher irgendwo ein schönes Plätzchen zum Trocknen. Aber das finde ich. Ja, das kannst du dann nicht
in die Badwanne sein, wenn du fertig bist. Das bleibt ja ewig nass. Wie soll das trocknen? Muss ich das dann so ausdrehen, eine Stunde lang, und ganz nass durch die ganze Hütte schleppen? Oder was macht man mit dem? Oh, wow. Gedämpftes Licht für den Blick am Morgen. Ja, und du bist ja schon wieder so braun. Genau. Also man sieht sich zumindest ja, gut. Wenn es da draußen keinen Spiegel hat, dann wenigstens dann da. Das Badezimmer ist wow. Sehr beeindruckend. Man sieht direkt die Qualität der Materialien, angefangen vom Boden bis zu den Lavabos. Super schön. Schlafzimmer? Ja. Sehr schön. Man getraut sich gar nicht, es ist alles so. Alles schön angerechnet. Ja. Wieder schön Farbe. Gleiche Farbe, denke ja, ich. Ja. Überall überzogen, das finde ich ja. Super. Mit dem Boden wieder. Ja. Ist... Kein Boxspringbett? Ja. Das sieht so wie ein alter Koffer aus oder so. So mit dem Nägel. Ja. Ja. Und schau mal, Aussicht. Das ist krass. Da kommst du morgen gar nicht aus dem Bett. Kommst? Siehst du vom Bett raus? Nicht? Nein, ich lenke gerade nicht. Wenn es mein Schlafzimmer wäre, dann hätte ich sicher ein höheres Bett. Also quasi von dort, so der Ausblick über den See. Oh ja, hier hat es Balkon. Okay, komm, wir gehen raus. Raus. Wenn schon mal die Sonne scheint. Ja. Oh. Wow. Ja. Hey. Oh, ja, das ist wirklich. Das ist ganz heiß. Ja. So, Morgenkaffee hier. Morgenkaffee, gell? Hä? Ich bleibe da. Ja. Das ist so mit dem Morgenkaffee. Krass. Ja. Auf das Balkon sieht man ganz schön weit die Alpen. Man sieht den See und dort ist es sehr schön zu schauen und zu genießen und wirklich auch die Natur mal zu sich zu nehmen. Ah. Bin ich gerade richtig gespannt, was sonst noch alles hat. Weißt du so? Ich komme wir gehen weiter. Bachstein ist nicht nur wegen seiner schönen Ästhetik, sondern auch wegen seiner Beständigkeit sehr beliebt. Er zählt darum zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Ja, Judith. Auch schon wieder so eine schöne Kommode. Ah ja. Kennst du die aus mit den Jahrhunderten? Wann die denn? Was könnte das denn sein? Wo hat man denn sowas gehabt? Ich bin auch ganz schlecht. Weißt du, was ich mit dem können? Oh ja. Ja, ja. Das sind alles Versteinerungen. Aber schau mal, das ist doch etwas vom Meer. Eben, ja. Gell? Guck da, versteinerte Schnecken. Und das ist ein Schildkrötenpanzer. Panzer. Jemand scheint gerne das Meer zu haben. Ja, genau. Ja. Genau. Sieht sehr danach aus, wie wenn Urlaub am Meer gemacht wird. Bist du gerne am Meer? Ich bin sehr gerne am Meer. Und go. Ich bin sehr gerne. Arranging things. Wie man Sachen praktisch schön dekoriert. Aber das finde ich, da hätte es gar kein Buch nicht gebraucht. Das sieht ja alles schon sehr schön aus. Und sehr. Oder es hat einfach ganz gut in das Buch gelegt und das so nachher gemacht. Genau, genau. Ja, sehr schön. Guck mal, da überall. Was könnte denn das sein? Ganz eindeutig, das ist doch eine Kette, wo man irgendetwas anmacht bei dem Schiff und so. Ja, natürlich nicht das. Also, das, ist ja das passt jetzt auch wieder mit den ganzen Sachen aus dem Meer und mit dem Reisen und so. Aber schon ein bisschen, schön, also auch da wieder unauffällig, aber trotzdem was, wo man muss sich dann darüber unterhalten. Finde ich schön gemacht. Und hier hast du gerade den Ausblick. Oh. Kannst du dir vorstellen, es ist das Meer. Ja, da haben wir es mehr. Nein, nicht ganz, aber der Zürichsee, wunderschön. Also beneidenswerte Aussicht. Ich könnte dort stundenlang einfach vor dem Fenster stehen und rausschauen. Da auch wieder, schau mal, die Farbe von den Kissen und von allem, es fügt sich total schön mit dem Bild, mit der Jalousie, mit der Wandfarbe. Ist sehr, sehr ruhig, aber ja, trotzdem noch spannend.
schön, coole Lattensessel. Was ist das eigentlich, ein Bodenmal gewesen? Oder spezielle Sachen, was man wie nicht immer sieht. He? Aber das, das sieht aus, wie wenn das eigentlich an einer Baustelle entstanden wäre. So. Ja, da haben wir noch eine Schraube und da haben wir noch ein bisschen Boden. Jetzt schraubt man das geschwind zusammen. Also ich bin dezent verwirrt, muss ich sagen. Ich könnte wirklich dieses Mal sehr guten Joker brauchen. Mhm. Sollen wir mal schauen, ob das Sven einen hat? Sven. Ja, wie immer am Schlafen. Ja, das Wetter. Sven. Du. Ja. Excuse. Ja. Wir brauchen einen Joker. Wer? Alle zusammen? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das stimmt. Das stimmt. Es ist so herrlich, dass wir schnell die Sonne tanken müssen. Nehmen wir Platz. Braucht unbedingt Joker. Dann brauchen wir noch drei andere, dann sind wir komplett. Genau. Da kommen sie schon. Wo du weißt. Tipptopp. It's Joker-Time. Oh, yes. So. Es ist ja schön, je länger wir unterwegs sind, wie schöner wird das Wetter. Aber das nehmen wir natürlich. Zum Glück, so muss es sein. Also, dass wir jetzt noch an der Sonne hocken, ist doch toll, oder? Ja, mega. Finde ich auch. Und wie war es hier für euch in diesem letzten Objekt? Ja, es ist Wahnsinn. Sehr schön, ja. Ein Traum. Alles schön, ja, schön. Abgestimmt aufeinander. Und also ich würde ja locker hier noch ein bisschen die Aussicht geniessen, aber ein paar von euch haben darauf bestanden, dass sie sehr froh wären um einen Joker. Wer gehört denn dazu? Also, Ingeborg hat keinen Joker mehr. Ich darf gar nicht sagen, ich. Gut, kommen wir zu der Joker-Frage. Es geht um das Fenster. Ich sitze ja gerade vor einem und darum sieht man die Sprossen wunderbar hier, die die Fenster noch unterteilen. Also, wie viele so Rechteckli oder Viereckli gibt es total? Wie viele habt ihr gesehen? Die Anzahl, die brauche ich. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Tipp. Claudia. 330. 330. Judith. 280. 280. Ingeborg. Jokerborg. Jokerborg. Ich tippe auf 120. 120. Michel. Ich gehe in die Nähe von der Ingeborg. Da bin ich sicher richtig. Ich tippe auf 150. 150. Und der Jörg. 329. Eins unter der Claudia. Kommen wir zur Auflösung. Und es ist tippet worden zwischen 120 und 330. Und die richtige Antwort. 120, Ingeborg. Nein. Das ist nicht. Ah. Oh, schade. Also, du bekommst zum ersten Mal keinen Joker. Aber jemand von euch war sehr gut. Nur 10 daneben. Richtige Antwort 290. Und mit 280 geht der Joker an Judith. Yes. Ingeborg. Es tut mir ja fast leid. Herzliche Gratulation. Du darfst also noch mal einen Gegenstand anschauen, den die anderen bis jetzt noch nicht gesehen haben. Bitte schön. Sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Objekt nicht wieder den Joker gewonnen habe. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das nicht richtig zu raten. Oh. Okay. Meine erste Vermutung ist ja, dass das eigentlich ein Schläger ist. Allerdings sieht ein Golfschläger deutlich anders aus. Sollte man sich jetzt auskennen in der Sportart, für was das gebraucht wird. Aber definitiv weist es irgendwie auf Sport hin. Der Joker hilft mir in dem Moment nicht weiter. Ja, ja. Da ist sie wieder. Also du strahlst, Emu. So, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es mir geholfen hat oder sogar noch mal verwirrt hat. Und, dann gar und ich will ja euch das nicht auch antun. Okay. Deshalb weiß nicht, ob ihr das wirklich wissen wollt, was ich da gesehen habe. Oder kannst du es grob umschreiben, ohne ins Detail zu gehen? Also ganz grob geht es in eine sportliche Richtung. Was? Das hat jetzt gar nicht erwartet. Ich eben auch nicht. Dann werden wir es nicht hören. Wenn es nicht Golfschläger glaub, sind, besser. Dann. Es verwirrt nur noch kaputt. Mehr. Okay. Gut. Okay. Judith hat es mehr verwirrt. Darum bin ich froh, dass ich es nicht weiss. Weil nicht, dass mein ganzes Kartenhaus wieder zusammenbricht, wegen einem blöden Hinweis, der gar nicht relevant ist. So, wir haben alle Objekte gesehen. Wie geht die Rechnung auf? Claudia, du hättest ja eigentlich am Schluss lieber noch das Bauernhaus gesehen, oder? Könnte, ja. Also, gibt es schon so Bauernhäuser, ja? Man kann alles zu einem Bauernhaus machen. Ja, ich kann ja noch einen Stall abbauen und dann passt es auch. Dann geht's.
Michel, Zuschauer daheim, die haben es ja schwieriger, weil ihr daheim müsst 5 zuordnen. Und Michel, du weißt ja immerhin, wo du wohnst, oder? Aber hast du die anderen 4 hergebracht? Was denkst du? Ich könnte 2 Personen hier drin tun, die ich noch nicht zuordnen kann. Da bist du noch am. Und was, ja. Schmeißt du eine Münze? Oder auf was schaust du jetzt noch? Ich muss mir das noch etwas überlegen. Es ist wirklich alles klar, bis auf 2 Objekte, aber die 2 Personen. Dann haben wir von dem hier mehr hofft, mehr Klarheit. Von dem das Objekt. Hast du nicht? Nein, nicht wirklich. 5 tolle daheim haben wir gesehen. Danke an dieser Stelle schon mal. Und die grosse Frage steht immer noch im Raum: Wer wohnt wo? Ich hoffe, ihr habt fleissig mitgeraten. Und bevor wir jetzt zu der grossen Auflösung kommen, möchte ich natürlich wissen von euch 5, wie lautet euer Finaltipp? Wer hat im alten Schulhaus in Ettikofen seine kreativen Adern freien Lauf gelassen? Im alten Schulhaus wohnt Claudia. Guck mal, überall Street Art. Alle Deko-Gegenstände und die Kunst, die da hängt, schreien förmlich ihren Namen. Boah, das ist das nicht ein Kübel? Weißt du, so musst du draufschlagen, er haut den Look. Also, das ist genau. Im alten Schulhaus wohnt Claudia mit einem Mann und einem schon älteren Kind. Sie passt super in das Haus, ist sehr verspielt. Das ist Claudia. Wer lebt im Energiehaus zu Uttigen und legt Wert auf einen erholsamen Schlaf? Kannst du aufhören? Nicht funktioniert. Oh, jetzt. Ui. Der Jürg wohnt im Energiehaus. Er nimmt sich eine Auszeit und schaut zu seinem kleinen Kind, während die Mami vielleicht ein bisschen mehr arbeitet im Moment. Du bist der typische Mann, der das wär, im Sommer. Das wäre mein Traum, dass etwas so gross und es ein bisschen verwirklichen da. Das ist sehr schön. Ja. Der Jürg könnte sehr gut in das Energiehaus passen. Sein Auftreten, seine Bemerkungen, haben für mich recht verdächtig gemacht. Wer wohnt in der kleinen Villa in Muri und verbringt gern romantische Kuschelabende am Feuer? In der kleinen Villa wohnt Jörg. Er hat sehr gut auf das Sofa gepasst. Meistens sind die schönen Sofa nicht so bequem. Ja. Was geht noch? Ich schätze ihm ein, dass er gerne ein wenig Luxus hat. In der kleinen Villa wohnt Ingeborg. Die Tapeten, die Stoffe, die auserwählten Sachen, die da drinnen stehen, eindeutig Ingeborg. Und wer hat sich denn in Zürich in der Stadtwohnung sein Hobby einfach gerade mit ins Schlafzimmer genommen? In der Stadtwohnung wohnt Judith. Judith ist sehr aktiv. Ob es heute noch gebraucht wird, das ist die Frage. Ja. In diesem Haus sprüht es nur vor Aktivität mit diesen Ringen, mit diesen Velo-Käppchen. Das muss Judith sein. Kinderzimmer. Oh, ja. Wow. In der Stadtwohnung wohnt Judith, weil sie jung ist und die einzige ist, denke ich, die mehrere Kinder hat, die noch so jung sind. Und ich denke, sie hat uns tauschen wollen mit ihren schwarzen Kleidern. So, sie wohnt dort. Ingeborg, sing uns einen Song. Oh, das wird es nicht. Und wer genießt im Bachsteinhaus in Richterswil die herrliche Aussicht auf den Zürichsee? Im Backsteinhaus wohnt Ingeborg, weil es ist ihr Auftreten, ihr klassischer Stil. Mit dem Haus kann man sich sehr gut vorstellen, was da drin wohnt. So, Morgenkaffee hier. Morgenkaffee, gell? Ja. Hä? Ich bleibe da. Ingeborg wohnt im Backsteinhaus. Ja, sorry, es ist das Haus I Love Holland. Mit den Holländern dazu. Der Augenblick der Wahrheit ist da. Wir wollen wissen, wer wo wohnt. Und unsere Sendung hat heute angefangen mit einem Ausflug ins solothurnische Ettikofen. Ihr mögt euch noch erinnern, ein wunderschönes altes Schulhaus, das mit viel Liebe ist umgebaut wurde. Wer von euch 5 wohnt denn in diesem alten Schulhaus? Der oder die soll sich am besten jetzt zu erkennen geben. Claudia! Ja! Sehr jung. Okay. Alle waren sich einig, Claudia, du musst dort drinnen wohnen. Das ist schon ein Kompliment, oder? Wenn man sagt, hey, wow, da passt es nur da rein. Mir gefällt das, wenn man das merkt. Ja. Jürg, keine Zweifel gehabt? Oder wäre noch jemand anderes in Frage gekommen? Am Anfang keine Ahnung. Und dann im Ausschlussverfahren bist am Schluss nur du übrig geblieben für das, weil ich für die anderen ein passendes Haus gefunden habe. Ja, bei mir genau so. Bei mir genau so gewesen.
Ja gut, jetzt wissen wir, Claudia, du bist dort daheim. Wie es bei ihr so im Alltag aussieht, mit wem sie dort wie wohnt, das sehen wir jetzt. Im Altershaus wohne ich zusammen mit meinem Mann Marco, der Tochter der Jael und unserem Sohn der Yves. Vor 19 Jahren sind wir rein und seitdem sind wir am Umbauen. Eigentlich haben wir alles gemacht im Haus. Nur Strom und Sanitär haben wir nicht angelernt. Der Joker ist ein Bild von unserem Ferienhaus im Neuenbogensee. Wir haben das in der kürzesten Zeit renoviert, umgebaut, alle Energie, alle Zeiten hineingesteckt. Jedes freies Wochenende sind wir dort runter und haben dort gearbeitet und gearbeitet, den ganzen Sommer gearbeitet und über den Winter durch. Also, ja, wie daheim. Ich bin Chefin, ich bin einfach mein eigener Chef. Ich bin Fotografin und habe daheim auch noch ein Fotostudio. Meine Leidenschaft ist Klassenfotografin. Ich liebe das mit diesen Kindern und in diesen Schulen. Schön wohnen. Hat wirklich nichts mit dem Geld zu tun. Man kann sich vielleicht jedes Designteil oder so kaufen, herstellen, aber vielleicht hat das daheim einfach keinen Charakter und Persönlichkeit fehlt. Unsere Reise ist weitergegangen, und zwar in ein Energiehaus. Das steht im Bernbiet, in Uttigen. Und jemand von euch hat sich dort richtig schön gemütlich gemacht und installiert. Wer von euch ist denn im Energiehaus daheim? Die Person soll sich bitte jetzt zu erkennen geben. Yay! Michelle! Claudia, was hast du dir überlegt, wo du nicht auf Michelle tippt? Ich habe es zuerst schon gedacht, aber ne. Ja, du bist eben doch der Weinkönig. Gell? Ja. Vieles herausgefunden, aber es gibt noch ein paar Fragezeichen. Wie sieht der Alltag von Michel aus? Mit wem lebt er dort? Was macht er? Schauen wir uns an. Im Energiehaus wohne ich mit meiner Frau Sabine und unserem gemeinsamen Sohn, der Morsin. Mit meiner ersten Ehe habe ich zwei Kinder. Das sind Diego und Emilia. Und die sind regelmässig bei uns Besuch und übernachten dort. Wir sind vor zwei Jahren in das Haus gezogen. Es war für uns ein Glücksfall, in so ein Effizienzhaus zu gehen. Vom Dach ist eine Solaranlage. Die ist eigentlich zusammen mit all den anderen Häusern, die da sind, sind wir eigentlich eine Gemeinschaft, die durch das sehr effizient mit Solar betrieben werden kann. Wie ihr wisst, bin ich ein Berater. Genauer gesagt, ein Energieberater. Das heisst, ich beschäftige mich täglich mit Energieeffizienz, mit effizienten Häusern, wie man all die Liegenschaften effizienter machen kann. Das ist mein Daily Business. In der Freizeit verbringen wir eigentlich viel Zeit draußen mit der Familie. Sei es am Wandern, sei es am Biken, sei es am Rennvelo fahren. Einfach sehr aktiv. Ja, Michelle, mein Bauchgefühl hat zuerst gesagt, du bist Energieberater. Okay. Ich bin irgendwie näher. Dann wärst du auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ja. Wir sind noch ein bisschen im Kanton Bern geblieben und haben einen Abstecher gemacht auf Muri, geht kurz vor der Stadtgrenze. Und dort hat es eine kleine Villa, wo wir hineinschauen durften. Wer von den Verbleibenden ist denn in dieser Villa in Muri daheim? Gib die jetzt bitte zu erkennen. Jetzt schauen alle in eine Richtung auf jeden Fall. Genau zwischen euch zwei war ich. Ich genau gleich. Und? Bis im Schluss. Richtig oder falsch? Ja. Richtig. Falsch. Komplett falsch. Zwei haben richtig tippen, zwei falsch. Also Ingeborg und Michelle, die haben das Gefühl gehabt, das gehört dem Jürg. Warum? Ich bin lang hin und her zwischen Jürg und der Ingeborg. Hat beide in das Haus passt, voll. Und der Garten mit diesen Figuren im Wasser hat mich nachher doch eher auf den Jürg. Also Flamingo und Palme, oder der was? Flamingo und die Palme hat mir von Jürg gebracht. Nur weil wir jetzt ein pinkiges T-Shirt haben? Nein, wir haben eher darauf gesehen, was Dinge waren. Ah, okay. Ah, auf dem Flamingo? Auf dem Flamingo, genau. Du hast dir beide auf dem Flamingo vorgestellt. Und gesagt, die sehen, wie der Mekano hier funktioniert. Nein. Zwei haben richtig tippen, zwei haben sich vertan. Und uns nimmt natürlich Wunder, wie sieht denn das im Alltag aus, in dieser kleinen Villa in Muri mit dem Jürg? In der kleinen Villa wohne ich mit meinem Partner Tino seit 3 Jahren. Wir haben die im alten Zustand gekauft.
dann ein halbes Jahr umgebaut zu dem, wo sie jetzt ist. Ein Hobby von uns ist Wandern. Ich bin in Engadin aufgewachsen. Wir haben dort oben eine kleine Ferienwohnung und sind sehr viele Wochen dort oben und geniessen die Zeit in der Natur. Mit dem Joker hat man meine Haustiere gesehen, unsere zwei Katzen und unsere Zwergschnauzer zu Beide. Der Pool ist etwas speziell, also er hat wie eine Strandzone. Und das haben wir gemacht, weil wir im vorigen Haus einen normalen Pool hatten, der Katze reingehauen ist und fast nicht rausgekommen ist. Und da können Tiere in die Strandzone reinlaufen, dort trinken und auch wieder safe rauslaufen. Das ist wichtig. Im Haus hat es ein paar Sachen, die wir nicht gesehen haben. Zum Beispiel im unteren Stock, im Keller, haben wir ein kleines Fitnesscenter eingerichtet mit einem Dampfbad, das man im Winter herrlich entspannen kann. Nach 20 Jahren auf der Bank habe ich den Job gekündigt, haben wir eine längere Auszeit genommen. Ich habe einen wunderschönen Sommer genossen, Zeit mit den Tieren geniessen. Die müssen arbeiten. Das war für ihn etwas hart. Viele Mengadin am Wandern. Und freue mich aber darauf, den nächsten neuen Job wieder anzufangen. Es wird fleissig getippt. Die einen sind wirklich voll auf der Strecke. Andere haben schon mal den einen oder anderen Abzweiger genommen. Wir schauen noch mal den Zwischenstand an. So sieht es im Moment aus. Da leuchtet schon einiges in Grün. Und während Ingeborg, Jörg und Michel auf Siegeskurs sind, hat Claudia einen Punkt und Judith zwei Punkte ergattern. Den nächsten Stopp den haben wir dann in der Stadt Zürich gemacht. Und zwar mitten in der Stadt Zürich. Wir konnten eine Stadtwohnung anschauen. Und es bleiben nur noch zwei übrig. Wer von diesen beiden Ladies wohnt denn mitten in der City? Die soll sich jetzt erkennen geben. So viel bleiben nicht mehr übrig. Ah. Judith! War wahrscheinlich einfach zu erkennen, oder? Aber jetzt sag nicht noch, dass du ein Velo fährst. Nein, das ist mein Mann tatsächlich. Genau. Ja, in der Stadtwohnung mitten in Zürich wohne ich mit meinem Mann Michel und mit meinen drei Kindern Laura, Leonie und dem Silas. Ich leite einen kleinen Sportladen. Ich verkaufe Scooter, also Tretroller. Und ich glaube, jeder hat das überall schon mal auf der Straße gesehen oder tatsächlich selber einen besessen oder die Kinder. Eines meiner intensiven Hobbys neben den drei Kindern ist noch, ich betreibe so ein kleines Instagram-Konto. Da lebe ich meine Kreativität aus. Ich mag es total gerne, unsere Wohnung zu dekorieren und zu fotografieren und inspiriere damit hoffentlich dann meine Follower. Sportlich begeistert sind wir alle, aber Velo und Fußball sind ganz klar die Kinder und mein Mann und bei jedem FCZ-Spiel im letzten Grund. Ja, der Joker war eins unserer Surfbretter. Wir sind jeden Ferientag von Anfang bis Ende mit unserem Büssli am Reisen und immer auf der Suche nach schönen Wellen. Und wer ist denn der Velofahrer an der Wand auf dem Schwarz-Weiß-Bild? Das interessiert mich auch überhaupt. Dass ihr den nicht erkannt habt? Ist der, ja, ich habe der Ferdi Kübler? Nein. Ganz genau. Okay. Ist Ferdi Kübler gewesen? Okay. Genau, genau. Mit, ja. mit einer Widmung und mit einem Autogramm. Genau. Sehr alt, genau. Man kann es kaum noch lesen, aber es steht sogar der Name drauf. Ja, und jetzt ist auch definitiv klar, wer hier daheim ist. Es ist nur noch jemand übrig, außer ich würde hier wohnen. Das wäre natürlich auch mal einer, oder? Aber ja, hast du den Schlüssel von diesem schönen Bachsteinhaus? Ingeborg, wir sind bei dir daheim. Ja. Im Backsteinhaus wohne ich mit meinem Mann Robert, unsere drei Kinder, sie sind Bob und unsere Tochter Famke sind bereits ausgezogen. Im September 2011 haben wir das Haus in Richterswil gekauft. Wir haben uns sofort in diesem Haus verliebt, weil es an unsere Heimat erinnerte. Zufälligerweise sind die Backsteine auch noch aus den Niederlanden. Nach einer langjährigen Karriere als Arzneimittelforscher habe ich mich neu orientiert, wenn die Kinder älter geworden sind, und habe ich von meiner Leidenschaft meinen Beruf gemacht. Ich habe dann Interior Design studiert und in 2015 meine eigene Firma gegründet. Der Joker ist ein Golfschläger, genauer ein Putter. Das, weil Golf mein Hobby ist. Und ganz speziell ist auch noch zu wissen, dass ich meinen Mann am Golfplatz kennengelernt habe. Das war vor 23 Jahren. Und wir spielen noch immer Golf zusammen, meistens während den Ferien.
So, cool. Jetzt habe ich mich auch selber enttarnt, dass ich normalerweise nur am Minigolf spielen bin. Ich habe den Gegenstand nicht erkannt. Okay. Nein, das ist ein Pötter. Ja. Ja. Ja, es war toll, mit euch unterwegs zu sein. Merci nochmal, dass ihr eure Haustüre so weit aufgetan habt, dass wir reinschauen konnten. Und jetzt ist die grosse Frage, wer hat am besten getippt? Das ist der Endstand. Bei Claudia und Judith ist je noch ein Punkt dazugekommen. Ingeborg, Jürg und Michel haben ihren Vorsprung ausbauen und überall herausgefunden, wer wo wohnt. Das heisst, 3 Gutscheine darf ich verteilen, und zwar für die Responsible Hotels of Switzerland, die nachhaltigen Hotels in der Schweiz. Ein Aufenthalt im Wert von 1'000 Franken. Michel, herzliche Gratulation. Merci. Dir natürlich auch, Ingeborg und danke. Jürg, das seid ihr. Euch allen merci fürs Mitmachen und euch danke fürs Mitraten. Und falls ihr auch schön wohnt oder spannend, dann macht doch mal mit als Kandidatin oder Kandidat. Wir würden es freuen, dann sehen wir uns mal live. Macht mit bei diesem Abenteuer. Alle Infos dazu gibt es online auf srf.ch/wer-wohnt-wo. Danke fürs Dabeisein, habt eine gute Zeit und bis bald. Auf Wiedersehen.